Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen und Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Engel. Und das Prelude von einer Michaelitin. Und die wird gespielt von Feder. Hallo, Feder. Hallo. Genau. Ja, das in mittlerweile schon vierte Prelude. Eins folgt noch, dann ist die Schar komplett. Heute geht es um Cetariel, die Michaelitin und damit die Anführerin der Engelsschar, die später mal entstehen soll. Und ja, wie immer, falls jemand die ersten Preludes von den anderen nicht gesehen habe, erzähle ich kurz was. Also das wird jetzt, ja, mal gucken, wie kurz ich mich fassen kann. Aber ich versuche mich kurz zu halten über die Hintergrundwelt von Engel. Ja, und dann starten wir ganz frisch mit einem frisch geborenen Engel in das Spiel hinein, denn das Prelude beginnt heute, wie bei den anderen Preludes auch, mit der Geburt von Cetariel und endet mit der Engelsweihe, sofern sie ja das schafft zu überleben. Mal gucken. Ja, ich hoffe, im Hintergrund hört man nicht allzu viel von unserem Nachbarsjungen, der ein bisschen die Sau rauslässt, aber ich denke nicht, dass man es großartig hört. Ja, und Koalas werden auch schon gekrault. Danke, Loki's Vibe, das war längst überflüssig. Genau. Ja, ein bisschen was zu Engel. Wir spielen im. Jetzt lasst mich nicht lügen. Moment, ich zeige einfach mal die Karte. Da steht es nämlich drauf. Haha. Hier, im Europa. Und zwar im Jahre 2654, also in der Zukunft. Und wie ihr an der Karte erkennen könnt, hat sich in Europa so einiges geändert. Viel Wasser dazu gekommen. Das ist deswegen passiert, weil die Polkappen abgeschmolzen sind und daraufhin sich der Meeresspiegel erhoben hat und nur noch diese Art von Landmassen hier übergelassen hat. Das ist eine der großen Katastrophen, die passiert sind. Ja, so sieht Europa jetzt aus. Die zweite große Katastrophe, die die Menschheit heimgesucht habe, ist der sogenannte Veitstanz. Der Veitstanz ist eine Krankheit, die alle Menschen über 14 Jahren betroffen hat und innerhalb von wenigen Tagen getötet hat. Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern mehrmals in ungefähr Abständen von so 50, 60 Jahren. Und ja, was dann überbleibt von der menschlichen Gesellschaft, wenn ja, unglaublich, eigentlich fast parallel die Polkappen anfangen abzuschmelzen und der Meeresspiegel steigt, dann durch Naturkatastrophen kommen und gleichzeitig die ganze erwachsene Bevölkerung der Erde dahingerafft wird, und zwar mehrmals hintereinander. Das könnt ihr euch vielleicht ausmalen, wie dann die Gesellschaft darauf reagiert. Und sei das noch nicht genug, ich blende die Karte nochmal ein, da seht ihr diese schwarzen Linien. Das sind die sogenannten Fegefeuer. Riesige Flammensäulen, die verbranntes Land hinterlassen, das sogenannte Brandland. Und auch über dem Meer halt verderbtes Land oder verderbtes Wasser dann in dem Fall hinterlassen. Verderbte Luft ebenfalls. Zu Wasser, zu Lande und in der Luft kann dieses Land nichts betreten, ohne danach zu verenden. Ja, diese Fegefeuer kann man leicht noch sehen. Ich weiß nicht, wie gut ihr das auf der Karte sehen könnt. So auf der Höhe hier, wo sieht man es denn? Hier bei Griechenland ungefähr, da sieht man noch so eine Feuersäule. Oder kurz vor Gibraltar oder ganz weit oben halt. Also das sind einzelne Flammensäulen, die halt auch sich noch weiter bewegen und dieses Brandland hinterlassen. Wenn ihr dann in den Osten schaut, der durch das Brandland ist komplett die Verbindung ja, Richtung Russland und Richtung Asien abgesperrt. Und auch im Süden in Afrika ist ein Fegefeuer unterwegs. Das heißt, auch da kann man nicht großartig sich weiterhin bewegen. Was mit Amerika ist, keine Ahnung.
Das wissen die Leute nicht. Wahrscheinlich wissen sie noch nicht einmal, dass es Amerika gibt. Denn die Gesellschaft ist in einen Art mittelalterlichen Zustand zurückgefallen. Es gibt zwar noch technische Errungenschaften von früher, von vor der Sintflut, aber naja, die sind verboten worden, dass man sie benutzt. Denn die Menschen gehen davon aus, dass die Technik der vorsintflutlichen Welt und die Lebensweise der vorsintflutlichen Welt dazu geführt haben, dass die Fegefeuer und der Veitstanz ausgelöst wurden. Das heißt, alles, was vor der Sintflut war, ist böse, mehr oder weniger. Deswegen hat man auch das Lesen und Schreiben großartig verboten, eigentlich komplett verboten, aber ich ändere das für meine Welt in Engel ein bisschen ab, dass zumindest die oberen lesen und schreiben können und dürfen, weil ich das sonst ein bisschen inkonsistent finde, weil auch in den Büchern ständig von irgendwelchen Schriftrollen oder von irgendwelchen Briefen die Rede ist und Tagebüchern und was weiß ich alles. Also wenn da überhaupt niemand mehr lesen und schreiben darf, dann fand ich das ein bisschen merkwürdig. Aber ich denke mir einfach, es war wahrscheinlich wirklich so wie bei uns im 15., 16. Jahrhundert. Dass nur wirklich die Elite lesen und schreiben konnte. Ja, gleichzeitig aus diesem Brandland, aus diesem verderbten Ödnissenland sind gleichzeitig Kreaturen der Hölle herausgekommen, nämlich gigantische, große, insektoide Wesen in allerlei Gestalt. Flugwesen, Landwesen, alles Mögliche war dabei und haben angefangen, die Menschheit anzugreifen und zu vernichten. Also haben sie an den Rand der Vernichtung gebracht. Die menschlichen Kämpfer, wenn es denn noch welche gab, waren es ja Kinder, haben nicht viel dagegen tun können. Aber es gab Rettung, denn es krönte sich, als gerade die Kacke richtig am Dampfen war, ein kleiner Junge nahm mit 14 Jahren zum Papst einer neuen erstellten Kirche, nämlich der angelitischen Kirche. Und seit diesem Tag, und dieser Tag ist jetzt schon seit 150 Jahren, glaube ich, her, ist er kein Tag gealtert. Also er ist immer während 14. Und seiner Verkündung zum Papst, dieser neuen Kirche, hat er sich zur Aufgabe gemacht, die Traumsaat, diese dämonischen Geschöpfe zurückzuschlagen, die Angreifer der Menschheit zurückzuschlagen, und hat Gott angefleht, er möge doch dem Menschheit Hilfe schicken. Und das tat Gott in Form von Engeln, die auf die Erde kamen und die Menschheit verteidigt haben und die Traumsaat sogar zurückschlagen konnten ins Brandland. Ja, daraufhin haben die Menschen sogenannte Himmel errichtet an verschiedenen Orten. Ich kann auch noch mal kurz die Karte einblenden. Das sieht man zwar nicht besonders gut, aber überall da, wo so ein kleines Fleckelchen da ist, befindet sich ein Himmel. Das sind die Ankunftsorte für die Engel auf Erden und auch die Sitze der großen Engelsorden, nämlich Michaeliten, Gabrieliten, Urieliten, Rameliten und Raphaeliten. Und wir spielen heute in Roma Aeterna, der Hauptstadt der angelitischen Kirche und damit auch der eigentlich europäischen, das Zentrum der europäischen Welt in dieser Sache. Denn das ist der Hauptsitz der Michaeliten, die als Eigenschaft haben, dass sie die Anführer sind. Man sagt ihnen nach, es sind die, die so sind wie Gott. Und wie ihr schon auf dem Wappen erkennen könnt, das hier in der Mitte ist, das Wappen zeigt viel Gold und Prunk. Und das spiegelt auch Roma Aeterna generell und auch den Michaelitenorden wider. Und auch der Schlüssel in der Mitte, den dürfte einigen, die sich mit Religion oder Katholizismus zumindest auskennen, kommt das vielleicht bekannt vor. Das Schlüssel zum Himmelreich, die Michaeliten haben auch diesen. Oder veranspruchen den für sich. Und ja, die so sind wie Gott, das sind die Michaeliten. Und Zetariel ist einer von diesen Engeln, die
gleich wahrscheinlich frisch vom Himmel fallen. So, dem Hotten ist noch nie aufgefallen, dass die Landmasse nördlich des Kaukasischen Meeres wie ein Männchen aussieht. Ja, vielleicht auch erst in der Zukunft. Ja, kurz noch als Erklärung, also die angelitische Kirche hat die Führung der Menschheit quasi übernommen. Fast alle Menschen sind der Kirche hörig, weil die Kirche die einzige Instanz ist, die sie gegen die Traumsaat verteidigt. Ohne die Kirche wären die Menschen schon längst ausgerottet. Außerdem verfügt die Kirche über die Kraft, die Engel zu leiten. Und die Engel sind der Kirche ein Organ quasi, der Schwertarm der Kirche. Aber es gibt auch noch Menschen, die sich nicht auf diesen Lebensweg begeben wollen. Auch den Gesetzen der Kirche, sie zum Beispiel dem Technikverbot, nicht unterwerfen wollen, zum Beispiel auf der englischen Insel. Ich kann nochmal kurz die Karte zeigen. Das, was von England übergeblieben ist. Da sind ganz viele Ketzer, die nichts mit der angelitischen Kirche zu tun haben wollen. Und naja, es gibt eine ganze Romanreihe darüber, was passiert, wenn dann der Rest von Europa gegen Britannien zieht. Aber vielleicht könnt ihr das mal selber nachlesen. Bei Feder und Schwert gibt es da einige Romane zu. Aber es gibt auch sonst verstreut auf dem Festland Europas sogenannte Schrottbarone, wie sie genannt werden. Das sind Menschen, die sich gegen die Kirche wenden, Ketzer, genau, die sich der Traumsaat vielleicht sogar ergeben oder mit ihr zusammenarbeiten. Und ganz böse Sachen. Um nochmal zu erwähnen, die Technik, die wir heutzutage haben, ist so großartig verloren gegangen und durch das Technikverbot auch keine großartig neue Technik entstanden. Was jetzt Technik ist und was nicht, das ist ein bisschen umstritten. Also ist ein Flaschenzug schon Technik? Das ist halt die große Frage. Muss im Einzelfall entschieden werden, aber naja, alles, was über so einen Flaschenzug hinausgeht, ist, also ich glaube, ich habe mal so einen Beitrag gelesen, da stand drin, solange es noch irgendwie nachvollziehbar ist, dass das, was da geleistet wird, eine Menschen aus Menschenkraft entsteht, ist es keine Technik. Also irgendwie so mit, wenn ein Aufzug mit 100 Menschen irgendwie so hochziehst, dann geht das noch. Auch wenn es ein Flaschenzug dran ist. Ja. Setzt du allerdings jemanden auf so eine Art Gerät, was dann wiederum den Aufzug antreibt, wäre es wieder Technik. Das ist eine ganz komische Sache. Diese Schrottbarone sind allerdings nur vereinzelt auf dem Festland anzufinden und auch immer wieder bekämpft. Allerdings auch nicht konsequent bekämpft, weil eigentlich ist es der Kirche völlig egal, ob es die gibt oder nicht, solange die nicht aufmucken. Und vor allen Dingen nicht den 0815 Bauern vom Feld dazu verleiten, seinen Zehnt nicht an die Kirche abzugeben. Also solange die Schrottbarone nicht aufmucken, ist das völlig in Ordnung, dass es die gibt. Und wenn die aufmucken, schickt die Kirche die Templer. Oder wenn es ganz schlimm kommt und die Schrottbarone sich auch noch verteidigen können, dann schicken sie die Engel und dann ist Furz. Weil die Engel sind nämlich, wie ich schon sagte, der Schwertarm der Kirche. Dadurch gekennzeichnet, sie sehen aus wie Kinder, also stecken im Leib von Kindern. 9, 10 Jahre, geht vielleicht hoch bis ins Teenie-Alter, mittlere Teenie-Alter hoch. Ältere Engel hat man noch nie gesehen, aber sie sehen halt immer sehr kindlich aus, haben aber Flügel auf dem Rücken und eine wahnsinnige Kraft, Regenerationsfähigkeit, Ausdauer, Stärke. Engel sind in allen möglichen Belangen Menschen komplett überlegen. Genau, so, das als Erklärung vorneweg. Das ist eine Viertelstunde Erklärung, das ist doch ganz gut. Cetariel, hast du noch Fragen? Hast Feder noch Fragen vorneweg? Oder? Ich glaube, du kennst ja inzwischen auch schon ein bisschen was. Was ist mit einem Windrad, was ist mit einem Mühlrad, aber das kann man alles IT klären. Ja, das wären schon wieder so Grenzfälle, ja. Genau, also ich denke, Mühlsteine werden hauptsächlich so durch Muskelkraft angetrieben. Windräder, also diese Windräder, die wir heute kennen, die stehen natürlich wahrscheinlich zum Teil noch, aber kein Mensch weiß mehr, was das ist. Irgendwelche Konstruktionen, die da irgendwo im Feld rumstehen.
Man muss auch, Blumen. Ja, man muss auch sagen, das Klima in Europa hat sich auch krass verändert, dadurch, dass halt die Fegefeuer irgendwie so viel Wärme, gab es halt einen Treibhauseffekt. Und ja, es ist in Europa eher so ein tropisches Klima inzwischen. Und ja, dementsprechend ist auch die Landwirtschaft eine ganz andere, als wir die aus dem heutigen Europa kennen. So ist ganz viel Reisanbau zum Beispiel. Das haben wir ja heutzutage in Europa eher nicht so. Gut. Ja, wir starten mit der Geburt eines Engels und wie gewöhnlich oder wie bei den anderen Preludes auch schon, ist das Letzte, woran Zitariel sich erinnern kann, diese völlige Geborgenheit des Himmels. Was genau, wie das im Himmel aussieht und wie das da war, daran kann sich Zitariel schon gar nicht mehr erinnern in dem Moment, in dem sie fällt. Einen wirklichen Fall erlebt sie auch nicht mit. Das Letzte halt ist dieses Gefühl der Geborgenheit, der Wärme und des Aufgehobenseins, was aber sofort ersetzt wird durch einen Schmerz. Die Haut durchstechenden Schmerz. Ein Schmerz, der durch Mark und Gebein zieht. Und das erste Mal wird sich Zentariel auch bewusst, dass sie eben Mark und Bein hat. Denn es ist irgendwie so, als würde man eine Engelsseele in einen Körper zwängen. Ob dieser Körper entsteht oder wie auch immer das abläuft, das weiß Zentariel gar nicht. Aber sie wird sich bewusst, dass sie jetzt einen Körper hat. Wacht in einem lichtdurchfluteten Raum auf. Und ist erstmal überfordert mit dem, was sie wahrnimmt. Gleißend helles Licht ist so ein bisschen wie im Himmel, aber irgendwie anders. Und ja, du hörst Gesänge, hohe Frauenstimmen, die Choräle angestimmt haben, was auch immer Choräle sind, aber Zitariel weiß irgendwie instinktiv, dass es Choräle sind. Du weißt auch, dass du irgendwie instinktiv, dass das Hände sind, die du irgendwie hast und so. Es ist merkwürdig auseinanderzuhalten, was Zitariel weiß und was nicht, warum sie bestimmte Sachen weiß und warum nicht. Auf dem Rücken sind Ansätze von Flügeln zu sehen, noch keine ausgewachsenen Flügel. Momentan sehen sie eher aus, als wären es ja, Stümpfe oder so etwas, also ganz rudimentäre Flügel im ersten Stadium nur. Die kann man auch schon halbwegs bewegen. Allerdings, tut alles weh und es ist irgendwie, du bist benommen und es, ja, ich habe das bei den anderen immer beschrieben, als hättest du einen über den Durst getrunken. Also du kannst dich nicht gerade bewegen, weil du bist ja auch noch nie gegangen oder noch nie gekrochen oder noch nie dich aufgesetzt. Du hast noch nie Arme, Beine oder sonst irgendwas was benutzt. Und so kommt Zentariel in ihr Bewusstsein. Ich blinzel erstmal gegen das helle Licht, weil irgendwie ist es grell. Aber wieso ist es grell? Licht war doch sonst nie grell. Was ist da los? Genau. Ungefähr kann man sich. Ich tatsächlich erstmal die Augen zu und merke, okay, ist eng hier drin. Na, das ist, bin ich nicht gewohnt, so eingeengt zu sein. Das ist so, überall drückt es, es passt nicht so richtig. Man hat das Gefühl, man muss noch ein bisschen zurechtrutschen. Kleidung, was auch immer Kleidung ist. Kleidung hast du aber noch keine an. Wenn du an dir herunter siehst, siehst du nur die feinen Linien auf deiner Haut, die bläulich-schwarz schimmern und irgendwie, wenn du deine Arme zum Beispiel bewegst oder deine Finger bewegst, zieht sich auch dieses Licht irgendwie von deinem Körper aus Richtung Finger. Und überall auf deinem Körper sind diese Linien zu sehen. Ich erkunde meinen Körper erstmal mit geschlossenen Augen. Ich spüre in mich hinein. Versuche erstmal so alles zu erfahren, was es gibt. Also wo hört er auf überhaupt? Bevor ich das nochmal mit dem Schauen versuche. Gegen das helle Licht blinzel und dann gucke ich mir meine Hände an, von vorne und hinten. Ich fasse meine Hände an, ich fasse meine Arme an, ich taste meinen ganzen Körper ab, mein Gesicht, die Haare,
Wenn du auf den Kopf fasst, du hast einen kahlen Kopf, also keinerlei Haare. Ich habe einen kahlen Kopf. Oh, gut, ich habe auf jeden Fall einen Kopf, das ist schon mal gut. Ja. Ansonsten halt die ersten Eindrücke, ne? Hier festhalten und ja. Genau das. Alles mal hier so, oh, das tut ein bisschen weh. Okay, verrückt. Was ist das? Und dann mal die Zehen, mit den Zehen wackeln. Also nachdem ich es mühsam geschafft habe, mich aufzusetzen, worüber ich sehr, sehr stolz bin, habe ich ganz alleine hinbekommen. Und ja, nachdem ich dann fertig bin, es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, weil ich mir wirklich jeden Zentimeter mal ganz genau angucke. Und auch diese Linien komisch angucke, also... Ja, gut, ja. Wie gesagt, die schimmern in einem... ja, in so einem bläulichen, aber dunkelbläulichen Licht. Und ja, bewegen sich je nachdem, was du tust, Alter, auch über die Haut hinweg. Und es dauert gar nicht so lange und du bist noch gar nicht wirklich richtig fertig mit deinem Erkunden, als sich andere Gestalten dir nähern, wo die jetzt genau hergekommen sind. Du hast gar nicht richtig aufgepasst, wo die herkommen. Du hast zuerst Schritte. Und dann siehst du mehrere in Ordenstracht, in feine weiße, weiß-goldene Gewänder gehüllte Männer und Frauen, die sich dir nähern. Die Gewänder sind hochgeschlossen, sehr züchtig. Und ja, sie knien sich erstmal vor dir nieder. Und stimmen auch mit in diesen komischen Singsang ein, der überall irgendwie um dich herum stattfindet. Und sie haben Kleidung dabei. Eine weiße Tunika. Ich schaue sie auf jeden Fall neugierig an. Vor allem, weil die jetzt so knien. Mhm. Das ist schon merkwürdig. Jetzt sind sie genauso groß wie ich. Und da sie mir irgendetwas hinhalten, möchte ich das natürlich auch erkunden. Ich sage erstmal gar nichts. Ich nehme das einfach entgegen und dann gucke ich mir das so an. Dann drehe ich das um und ich fasse das an und ich rieche dran. Ja, ist ein weicher Stoff. Sehr fein gewebt. Und fühlt sich gut an zwischen den Fingern. Ganz anders als deine Haut. Ja, und wenn du dir die beiden Gestalten, die da direkt vor dir knien, auch ansiehst, so, ne, also du hast keine Kleidung, die haben anscheinend so Stoffe umgewickelt. Ja. Aber noch reden sie nicht, sie singen nur in einer merkwürdigen, komischen Sprache, die du nicht verstehen kannst. Ich würde mal versuchen, in diese Tunika reinzukommen. Ja. Sie passt dir wie angegossen. Als ob die nur für dich gemacht wäre. Einer der Gestalten steht dann auf und entzündet irgendwie in etwas weiter hinten an so einem Kerzenständer oder so mehrere Kerzen. Und die Luft wird sofort von so einem weihrauchschweren Geruch erfüllt. Es riecht halt nach Gewürz oder Kraut. Ja, leicht, so ein bisschen wie Weihrauch passt, glaube ich, ganz gut. Und die beiden anderen, also die anderen stehen dann auch auf, wenn du deine Kleidung angelegt hast und schauen dich lächelnd an. Hallo? Ja, die Wörter, die aus Citariels Mund herauskommen, also das Hallo, ist erstmal ganz komisch. Und auch die beiden schauen sich dann so an und antworten dann in einer anderen Sprache, die du nicht verstehst, irgendein Kauderwelsch. Ich verstehe nicht. Du hörst sowas wie... Wer seid ihr? Salve. Salve. Und du hast. Bewegt das Wort ein bisschen in meinem Mund herum. Salve. Ja, und du hast das Wort Citariel.
Und die eine Gestalt deutet so auf dich, Zitariel. Das kommt mir bekannt vor. Ja, Zitariel, das bin ich. Wer seid ihr? Mhm. Ich deute mit dem Finger auf sie. Ja, der eine deutet so Pedro. Pietro. Maria. Maria. Ja. Und da sehr viel schneller, als du das irgendwie denken kannst, die beiden singen ja irgendwie die ganze Zeit oder um dich herum wird ja gesungen. Und du schnappst immer mehr auf und es geht unglaublich schnell, dass du anfängst, Wörter herauszukristallisieren. Und irgendwie ein instinktives Gespür dafür entwickelst, was die sagen. Also in den ersten Augenblicken war das alles Kauderwelsch und nicht wirklich verständlich. Und dann ging das ganz schnell und du kannst die ersten Sätze sogar verstehen. Was singen sie denn? Und ist die Melodie eingängig? Weil wenn sie eingängig ist, werde ich wahrscheinlich irgendwann anfangen mitzusummen. Ja, die Melodie ist tatsächlich eingängig und ja, sie singen eine Art Geschichte sogar vielleicht, könnte man sagen. Sie singen. Gibt es einen Refrain? Sie singen: O Michael, Antlitz des einen wahrhaftigen Gottes, der du höher stehst als alle anderen Engel, höre die Lobpreisungen deiner Kinder. O Michael, Strahl der Sonne auf der Erde. Meine Seele, führe uns aus der Finsternis der Welt in das Licht des Himmels. O Michael, stattlicher Krieger, führe unsere Heerscharen zum Sieg gegen das Böse und erlöse die Welt von allem Übel. Und dieses O Michael wiederholt sich halt ziemlich oft, wie man ja gerade gemerkt hat. Geht noch weiter. Ja, während die Worte so in mich reintröpfeln und ich immer mehr verstehe, das stimmt mich sehr fröhlich. Also wahrscheinlich die Melodie werde ich mitsummen und vielleicht werde ich auch auf dieses O Michael ab und zu mal antworten. Um mich halt auch daran zu gewöhnen, diese Worte zu sprechen, diese fremde Sprache, die mir nicht so eigen ist. Aber das Lied macht mich fröhlich, das Lied macht mich glücklich. Das klingt gut, das klingt schön. Genau. Die ersten paar Minuten und Stunden sind wie für Zitariel so, als würde man ein leeres Glas mit Wasser füllen. Du lernst unglaublich schnell. Also nicht nur die Sprache, sondern auch irgendwie alles irgendwie richtig einzudeuten. Das, was an Licht vorher so strahlend, gleißend war, ist sehr schnell gewohnt und normal. Auch die anderen Sinneseindrücke kommen sehr schnell in dein Bewusstsein. Du weißt instinktiv ganz viel, dass da, was da brennt, ist eine Kerze. Kannst auch, obwohl das in den Liedern, die da gesungen werden, nicht vorkommt, auf einmal auch anfangen, allein das Wort zu sagen in der Sprache von diesen Menschen, was eine Kerze ist. Woher du das weißt, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil du ein himmlisches Wesen bist. Ja, dann sammle ich die Worte in meinem Kopf. Wahrscheinlich werde ich dann immer stiller, höre auch auf zu summen, während die Worte halt anfangen in meinem Kopf ja wie so Tetrissteine in ein Muster zu fallen. Und sobald ich mir sicher bin, dass ich es richtig sagen kann, ja, setze ich mich quasi auf die Kante von worauf immer ich auch sitze. Ja, das ist so ein kleiner Sockel. Lass die Beine baumeln, gucke die beiden an und sage: Hallo Pietro, hallo Maya, ich bin Zitariel. Willkommen auf der Erde, Zitariel, Gesandte des Michael. Die Erde? Hier unsere, guck mich um. Unsere Welt, wie sie von Gott geschaffen ist und von Michael beschützt wird. Wo genau auf der Erde? Wir sind im Himmel des Michael. Nein, nicht in dem Himmel,
wo du herkommst, sondern in dem irdischen Himmel des Michael. In der Hauptstadt der angelitischen Kirche. Das Zentrum der Welt. Oh. Wo? Seid ihr wie ich? Nein. Wir sind Menschen. Du bist ein Engel des Herrn. Ein Streiter des Lichts. Was unterscheidet mich von euch? Er deutet so auf den Rücken. Dann kannst du halt so. Also genau, du hast diese Stimme. Irgendwas Komisches gefühlt. Du bist ein Engel des Herrn. Du bist von Gott gesandt. Du bist stärker, schöner, besser als jeder Mensch. Makellos, bis ins kleinste Detail. Hier? Ja. Was soll ich hier tun? Warum hat Gott mich hierher geschickt? Deine Aufgabe ist es, Gottes Schöpfung zu beschützen und seine Kirche zu retten. Vor wem? Vor dem Widersacher, dem Herrn der Fliegen und seiner bösen Brut. Oje. Das klingt nach viel Arbeit für einen alleine. Oh, es gibt noch mehr deiner Art. Du bist allerdings neu. Wo sind die anderen Engel? Du wirst sie kennenlernen, wenn die Zeit reif ist. Vielleicht schon gleich. Schaut sich so einmal um. Wo so ein anderer steht an so einer Tür, was du jetzt erst so als Tür richtig wahrnimmst, vorher gar nicht drauf geachtet, was es ist, schaut so raus, in so eine Art Gang rein, nickt dann zurück. Das würde mich freuen. Ich möchte gerne meine Brüder und Schwestern wiedersehen. Das ist gut. Denn alleine sind wir schwach. Nur in der Gruppe sind wir stark. Das ist richtig. Die Gruppe ist alles und bedeutet alles. Wo genau ist diese Kirche, die ich beschützen soll? Ist sie auch hier? Das hier ist ihr Zentrum. Überall dort, wo die Menschen und die Engel das Loblied des Herrn anstimmen, dort ist die Kirche. Dort wirkt sie. Ist das dieses Lied, was ich höre? Eines, ja. Dann werde ich es mir gut merken. Tu das. Nun folge mir, dann lernst du deine Brüder und Schwestern kennen. Ja, ich versuche mal zögerlich von diesem Holz, von diesem Steinklotz runterzukommen. Meine Füße austesten. Ich weiß nicht, vielleicht geben sie im ersten Moment ein bisschen nach, sodass ich mich festhalten muss. Oh. Aber, wenn ich mich dann konzentriere, dann halten meine Knie. Dann kann ich stehen. Dann stehe ich erstmal ein bisschen und dann stelle ich mich auf die Zehenspitze und breite die Arme aus und probiere das aus. Wenn das funktioniert, dann ja, mache ich mal einen Schritt. Und dann noch einen. Ja, langsam. Wackelig. Langsam, aber sicher tastest du dich nach vorne. Aber es geht.
Es geht auch hier in der, das ist das Manko, nicht das Manko, die Anweisung irgendwie, du am Anfang fällt es schwer, aber mit dem zweiten und dritten Schritt, das geht immer besser. Und dann ist es irgendwie so, als hättest du nie was anderes gemacht. Ja, ich ertaste den Boden unter meinen Füßen, nehme das auch in mich auf, schaue mich um, während ich dann laufe, wenn ich sicher bin, und beeile mich dann, hinter ihn herzukommen. Ja, man kann sich den Himmel so vorstellen wie ein gotisches Bauwerk. Es ist unglaublich, also in diesem Stil erbaut. Wir haben ja diese Woche sehr viel Notre-Dame-Bilder gesehen, irgendwie so, ne, so ähnlich kann man sich das irgendwie vorstellen. Nur, dass es nicht so düster ist, wie Gotik sonst irgendwie wirkt. Ne? Wenn man so gotische Gebäude rein sieht, dann sind meistens sehr schwer und düster. Aber hier ist alles lichtdurchflutet, alles hell. Und überall ist weißer Marmor und Gold verbaut. Es strotzt nur so von Prunk. Es ist schön. Genau, schön ist ein gutes Wort. Es ist schön, um uns und Gott zu gefallen. Ich mag es hier. Genau. Man führt dich in einen kleinen Raum, wo vier andere deiner Art warten, auch mit genauso eine Tunika gekleidet, wie du sie hast, auch mit diesen Stümpfen auf den Brücken, auch ohne Haare, sich auch irgendwie neugierig in der Gegend umschauend. Und der Pedro, der dich begleitet, sagt: Landoniel, Taqualiel, Violaiel, Lucialiel, das ist Cetariel. Hallo! Die schauen dich an, winken zurück. Ja, dann laufe ich zu ihm. Stell mich noch mal vor. Ich bin Cetariel. Es freut mich, euch kennenzulernen. Ja, es ist schwer, die auseinanderzuhalten, denn die Tätowierungen sind gleich, ihr seid alle ungefähr gleich groß, gleich alt, alle haben keine Haare, also nicht mal Augenbrauen oder sonst irgendwas. Das Einzige, woran man euch eigentlich unterscheiden kann, sind die Augenfarben. Ja, ansonsten tapert ihr hier und wenn man euch, man könnte euch jetzt so, ich glaube, Menschen könnten euch nicht auseinanderhalten gerade. Jede Menge kleine Engelklone. Ja, sie sieht wirklich aus, als wird ihr gerade so rumgeklont, genau, einer wie der andere. Also, außer die Augen, die sehen halt doch irgendwie anders aus bei jedem. Genau. Der Pedro meint dann: Das ist deine Gruppe, Cetariel. Merk dir, Individualität ist Isolation. Das ist der erste Merksatz für deine Ausbildung zum richtigen, vollwertigen Michaeliten. Individualität ist Isolation. Das heißt, man ist alleine? Ja. Ja, ich gucke mich einmal um. Wir sehen ja alle relativ gleich aus. Mhm. Und ich wünsche mir gerade, dass ich auch niemals anders aussehe als die anderen. Ich will nicht allein sein. Ja, das Gefühl wird sich in den ersten Stunden und auch den ersten Tagen halt verstärken. Irgendwie, ihr macht wirklich alles zusammen. Also ihr seid wie, also wie eine kleine Gruppe sowieso, aber ist halt irgendwie, ihr esst zusammen, wenn man euch so einen kleinen Brei irgendwie gebt, ihr meditiert zusammen, schlafen müsst ihr nicht, aber ihr habt schnell gelernt, dass die Menschen, die euch hier begegnen, zu gewissen Zeiten, da wo es meistens dunkler wird in den Räumlichkeiten, nicht so oft anzutreffen sind und die Zeit wird dann genutzt, um zu singen oder zu meditieren. Und man merkt auch, dass es dem Körper selber auch gut tut, sich zu konzentrieren und zu fokussieren auf das, was man am Tag gelernt hat oder gesehen hat.
Ja, aber ihr tut das alle wie eins quasi. Alle gleichzeitig essen, alle gleichzeitig reden. Es ist teilweise so, als würdest du die Stimmen der anderen im Kopf hören und sie dich auch. Also ohne, dass ihr euch irgendwie anschauen müsst oder dass du deine Lippen bewegen musst. Ihr könnt euch auch unterhalten untereinander. Hast du das Gefühl zumindest manchmal. So, guck mal da am Fenster. Es ist so ein großes Buntglasfenster, was den Raum beleuchtet. Man kann nicht wirklich durchgucken, weil es halt dickes, buntes Glas ist. Ein bisschen erahnen kann man, was dahinter ist. Aber es sieht irgendwie nur neblig aus und waberig. Aber ja, wenn die Sonne reinstrahlt, wird es halt sehr bunt in eurem Zimmer. Und ja, wenn du mal da neue, die Sonne geht auf oder so, gerade denkst, dann schauen alle gleichzeitig in diese Richtung. Und umgekehrt auch. Nur manchmal hast du einfach das Gefühl, oh, ich muss mal zur Tür gucken. Und nein. Dann passiert da irgendwas. Genau. So, das sind die ersten paar Tage irgendwie. Ja, möchtest du dich noch mit deinen Zellengenossen, sag ich mal, irgendwie auseinandersetzen? Ja, natürlich. Die sind wie ich. Ja. Und ihr seid wie Gott. Ja. Sagt man euch auch. Wir sind wie Gott, genau. Ein zweiter Satz, den man sich merken soll. Ich, natürlich weiß ich, dass wir, nicht individuell sein sollen. Aber natürlich bin ich ja neugierig, was den Sinn von, ob wir wirklich halt ganz identisch sind, ob sie dasselbe mögen wie ich oder ja, gerade wegen den verschiedenen Augenfarben. Das wundert mich halt so ein bisschen, weil wenn wir alle gleich sein sollen, warum haben wir dann verschiedene Augenfarben? Mhm. Ja, es hat dir auch keiner gesagt, dass ihr gleich sein sollt. Ne? Also das ist kein Satz, der jemals gefallen ist. Das ist da dein eigener Gedanke gewesen. Das habe ich gerade leider nicht gehört. Discord also es hat dir keiner jemals gesagt, dass ihr alle gleich sein sollt. Ne? Es ist, fällt nur der Satz, Individualität ist Isolation. Mehr wird dazu nicht gesagt. Dass das alles gleich sein soll und dass sie alles gleich macht und alles, ne, das ist, ergibt sich. Es ist irgendwie intuitiv richtig. Es fühlt sich richtig an. Ja, und der Hotney schreibt schon im Chat, man kann da gar nicht voneinander lernen. Ja, was auch. Es gibt nichts anderes als das, was da ist. Momentan zumindest. Aber du kannst ja gerne nachfragen. Irgendwie nach, ja. Ja, mich würde zum Beispiel interessieren, was die anderen über dieses Individualität bedeutet Isolation denken oder dass wir sind wie Gott. Ja. Aber Individualität ist Isolation. Isolation heißt Alleinsein. Alleinsein ist schlecht. Ich will nicht allein sein. Ich will auch nicht allein sein. Aber geht auf dich zu. Hält dir so die Hände auf die Schultern, drückt dich dann so an sich. Nicht allein genau, sein. Ich erwidere. Ja, ich glaube, Discord hat gerade wieder Schluck auf hier. Oh nein. Aber eine sehr schöne Pose, die du da hast. Ja, jetzt ist es wieder. So ätzend. Ich weiß auch leider nicht, woran es liegt. Ja. Ich erwidere auf jeden Fall die Umarmung ganz liebevoll und ganz warm. Und meine, niemand von uns will allein sein. Niemand von uns sollte allein sein. Wir gehören zusammen. Ja. Ob die Menschen auch so sind? Ich weiß nicht. Sie sahen anders aus. Pedro sieht anders aus als Maria. Ja. Und sie machen auch wenig. Schluck auf, Discord. Nochmal. Ich kann mal einen Reconnect versuchen. Ja, mach mal. Vielleicht funktioniert es besser. Schauen wir mal, ob das dann besser geht, ja. Zack.
Und solange muss ich die Meute unterhalten, den Hotney. Da müssen ganz viele Lehrer sein. Ne? In der Tat haben sie bis jetzt nur Pedro und Maria gesehen. So. So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Üblichen Discord-Probleme. Ja, das hat früher besser funktioniert als inzwischen. Inzwischen ist es echt langsam ist nicht mehr gut. Ja. Na gut. Aber ja, wir sind weiter IT hier, ja. Also Maria und Pedro sind auch unterschiedlich. Wir machen auch nicht so viel gemeinsam wie. Wie? Sam. Nochmal. Ich habe nicht das Gefühl. Zweiten Teil des Satzes. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie so eng verbunden sind wie wir. Weißt du? Sie gehen nebeneinander, aber sie gehen nicht gemeinsam. Ja. Ich glaube, wir machen mal kurz eine Pause und versuchen mal, dieses Problem mit Discord zu lösen. Solange schalte ich euch mal in den Wartemodus da draußen. Eine kleine Pause, könnt ihr euch was zu essen holen gehen oder so. Und oder was zu trinken oder mal aufs Klo gehen. Und dann gucken wir mal, ob wir das gelöst kriegen hier. Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Und jetzt ist natürlich alles wieder so wie einmal rübergeschaltet und schon ist alles wieder vorbei. So, jetzt geht's wieder. Ja, probieren wir das gerade über Skype. Das ist aber auch nicht wie bei mir sehr stabil. Also wenn jetzt Feder gleich anfängt herumzuhüpfen in ihrem Bild, dann liegt das an Skype. Aber besser als wenn sie einfriert. Wir geben uns Mühe. Ja. Ja, ich muss mal gucken, wie wir das gebacken kriegen, wenn wir in der vollen Besetzung spielen. Das wird noch eine ordentliche Aufgabe. Naja, gut. Wir waren dabei, dass du dich mit den anderen unterhalten hast über Pedro und Maria. Mhm. Dass die ja irgendwie anders agieren als ihr. Ja. Ja, sie machen vieles gemeinsam, aber nicht so richtig. Ich weiß nicht. Sie sind zusammen und allein. Gibt das Sinn? Das ist richtig, ja. So habe ich das auch beobachtet. Glaubst du, sie sind traurig deswegen? Sie wirken nicht traurig. Aber irgendwie ist es schon traurig, wenn sie das gar nicht kennen. Ja. Aber sagten sie nicht auch, dass sie auch nicht so sind wie wir? Vielleicht ist es einfach in ihrer Natur. Vielleicht sind Menschen so. Mhm. Sie sind definitiv anders als wir. Mhm. Ja. Und mit den ersten Gesprächen und den ersten Eindrücken, ja, man bringt euch tatsächlich Lesen und Schreiben bei. Die nächsten paar Tage und Wochen. Und auch hier gilt wieder dieses leere Glas-Prinzip, dass Zitariel sehr schnell sehr viel aufnehmen kann. Und ja, bald kommt Maria zu euch und spricht vom Claustrum Primum. Von der ersten Prüfung, die ihr ablegen sollt. Was ist das für eine Prüfung? Es gibt drei Prüfungen, bis ihr vollwertige Engel seid. Ja, es gibt ein leises Brummen. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Und ne, müsst ihr mitleben. Warte, lass mich gucken. Könnte von mir sein? Könnte die Lüftung meines Laptops sein. Dann, tja. Man hört es nur, wenn man keiner spricht. Von daher müssen wir jetzt ganz viel sprechen. Oder singen. Oder singen, ja. Ja. Ja, drei Prüfungen. Und die, in denen ihr beweisen sollt, dass ihr dass ihr bereit seid für die Welt. Die erste ist das Claustrum Primum. Ja. Was wird geprüft? Ihr müsst ein Problem lösen. Was für ein Problem? Das werdet ihr dann sehen. Ja, ich gucke mich so zu den anderen um, die mich wahrscheinlich im selben Moment angucken. Dann zucken wir alle zur gleichen Zeit mit den Schultern. Wir werden es lösen. Ja, zu dem rein kognitiven Denken, Schulungs-, also in Lesen und Schreiben und so kommt jetzt die nächsten Tage und Wochen kommen auch noch körperliche Ertüchtigungen dazu.
Ausdauerläufe und ja, Klettern und ja, einfach sich mit dem Körper ein bisschen besser irgendwie zurechtfinden. Fliegen könnt ihr noch nicht, dafür sind die Flügel nicht ansatzweise ausgereift. Aber man sieht jetzt auch schon, nachdem ein paar Wochen vergangen sind, die Haare fangen an zu sprießen. Sowohl Augenbrauen als auch ansonsten irgendwie an anderen Körperstellen halt auch, besonders halt oben auf dem Kopf. Man sieht auch, ihr habt das erste Mal das Gefühl, und das ist vielleicht in diesem Moment dann auch erschreckend, dass ihr euch anhand dessen auch irgendwie unterscheidet. Weil der eine hat blonde Haare, der andere hat dunkle Haare. Ja, also zumindest in den ersten Stoppeln kann man das dann schon ablesen. Ihr wirkt jetzt nicht mehr so wie aus einem Guss, wie das noch vor ein paar Wochen der Fall war. Das ist verwirrend. Aber jetzt werden wir wie die Menschen. Wir sehen äußerlich unterschiedlich aus. Aber innerlich sind wir noch gleich. Innerlich sind wir immer noch wir. Engel des Michaels. Das ist beruhigend. Wenn die anderen Angst haben, dann kann man uns damit beruhigen, dass wir immer noch innerlich gleich sind. In der Tat. Und ihr spürt ja auch untereinander, wenn der andere irgendwie in eine stressige Situation kommt, beim Laufen oder beim Klettern oder so, ihr spürt das instinktiv. Wenn einer von euch irgendwie Angst oder sowas hat, bemerkt ihr das. Und wie würde Zentariel darauf reagieren, wenn sie spürt, jemand anderes hat Angst? Dann würde ich versuchen, ihm zu helfen. Also wenn einer Angst hat, beim Laufen zurückzubleiben, laufe ich langsamer, damit er aufschließen kann. Wenn einer Angst beim Klettern hat, dann greife ich nach ihm und sorge dafür, dass er halt bei uns ist. Ja. Wenn ich vor etwas Angst habe, dann rufe ich auch nach meinen Geschwistern und hoffe, dass irgendjemand antwortet. Ja. Manchmal müsst ihr gar nicht großartig rufen, sondern es reicht daran zu denken und die anderen wissen instinktiv genau, was Sache ist. Und ihr stellt auch sehr schnell fest, dass ihr diese Angst auch an- und ausknipsen könnt. Zuerst nur bei euch selber, um die Gruppe halt nicht zu verlangsamen oder so. Und später merkst du dann auch, du kannst das bei anderen auch an- und ausmachen. Das ist gut, das ist nützlich. Zwar nicht in dem Umfang, wo du das bei dir sagst, aber du kannst ihm halt sagen, er soll das tun und er tut das dann. Genau, so sind die ersten paar Wochen relativ schnell um. Und Maria kommt irgendwann dann auch zu euch und sagt, ihr habt eine Entscheidung zu treffen als Gruppe. Was war eine Entscheidung? Feuer oder Wasser? Damit eröffne ich die mentale Beratung. Das heißt, ich drehe mich zu den anderen um, gucke sie an und wir unterhalten uns eigentlich nur noch mental. Mhm. Also. Ja, das ist sowieso so ein Ding, irgendwie, die Sprache benutzt ihr wirklich fast nur noch, wenn Pedro und Maria mit euch kommunizieren. Ihr habt das mal versucht, mit denen das auch zu machen, aber das funktioniert irgendwie nicht. Aus irgendeinem Grund hören die euch nicht. Arme Menschen. Und wenn Zetariel das einmal versucht hat bei Pedro oder so, hat sie dann Kopfschmerzen. Ja. Und dann kamen die Worte vielleicht doch über ihre Lippen und ein bisschen lauter als sie sollten. Und dann ist er zurückgeschreckt. Man rennt wie gegen eine Wand. Ja. Man streckt die Hand aus und da ist eine Wand und man kommt da nicht drum herum. Man kann da nicht drüber, man kann nicht runter, man kann nicht durch. Das ist frustrierend. Da muss man reden. Das ist, warum muss man reden? Ineffektiv. Worte sind so überflüssig. Worte können gar nicht alles sagen, was man sonst so vermitteln kann. Richtig, ja. Ja, ich wende mich an meine Geschwister. Feuer oder Wasser?
Und es ist auch das erste Mal vielleicht unter euch, dass ihr euch bei einer Sache nicht wirklich einig seid. Ich höre mir das erstmal an, also beziehungsweise ich fühle mir das erstmal an. Also die einen Feuer, weil Licht und es ist warm und es ist so ein bisschen wie der Himmel. Ja, Taraquil meint dann Feuer verbrennt. Feuer ist heiß. Ja. Und Landoniel, wie bei den Kerzen. Landoniel meint dann dazu, aber Wasser? Wir waren noch nie im Wasser. Wir wissen nicht genug über Wasser. Aber wir könnten etwas über Wasser lernen. Mit Wasser waschen wir uns. Ja. Vielleicht müssen wir uns waschen. Es ist angenehm. Feuer ist außer vom Licht nicht wirklich angenehm. Aber das Licht ist doch, wenn kein Feuer da ist, ist kein Licht da. Das heißt, wir sind in der Dunkelheit. Ich mag die Dunkelheit nicht, meint Viola Liel. In der Dunkelheit kann uns nichts passieren, solange wir zusammen sind. Aber ich mag die Dunkelheit nicht. Ich glaube nicht, dass wir mit Dunkelheit es zu tun haben. Wir mussten uns zwischen Feuer und Wasser entscheiden. Wasser heißt nicht unbedingt dunkel. Wasser ist klar. Stimmt. Ja, ich schaue in die Runde. Wasser? Schauen sich an. Wasser. Dann drehe ich mich um, laufe wieder gegen die mentale Wand. Wasser. Das ist frustrierend, so ein Mist, aber auch. Lass mich rein. Ja. Gut, dann folgt mir. Gut. Hinterher. Ja, ihr wandert durch endlose Korridore und kommt dann in einen riesig großen Raum, der ein wirklich großes Wasserbecken enthält. Also wenn man sich so die Dimension von so einem Spaßbad oder so mal vorstellt, so ein riesen Wasserbecken halt. Ne? Allerdings tiefer, als das in so einem Spaßbad ist. Also eher dann so Sprungbeckentiefe. Und in der Mitte von diesem Raum über dem Wasser baumelt an so einem Seil, und an dem so ein Tretding unten festgemacht ist, also damit man dann stehen kann und sich am Seil festhalten kann, ist einer von den also nicht Pedro und nicht Maria, sondern einer von den anderen, die euch bei der Geburt schon, die ihr da gesehen habt. Wo allerdings den Namen nicht wisst. Ansonsten ist der Raum leer. Ich winke. Hallo! Oder ist er da dran gefesselt? Ja, der hält sich halt fest. Wenn er sich nicht festhalten würde, würde er halt ins Wasser fallen. Ihr seht auch, dass der halt ganz viel anhat. Also einen Rucksack auf hat und irgendwie so Schnallen umhack, wo er halt irgendwie Gewicht an ihm dran ist und so. Und Maria spricht dann irgendwie zu euch. Eure erste Aufgabe ist es, ihn zu retten. Ich guck mich einmal um. Wovor? Es ist die Aufgabe des Engels, die Menschen zu beschützen. Ich guck mich mal um, ob ich hier so irgendwie den Widersacher sehe. Also ich stelle mir den ja sehr, sehr, sehr böse vor. Sehr, sehr, sehr fratzenartig. Irgendwas wie Unmenschliches. Sehe ich aber nichts. Merkt euch, Menschen treffen manchmal Entscheidungen, die nicht gut für sie sind.
Und in dem Augenblick lässt, er halt das Seil los und fällt ins Wasser und versinkt. Weil er halt Gewichte hat. Ich möchte hinterher springen. Ja. Du weißt, du kannst nicht schwimmen. Du warst noch nie im Wasser. Ich werde es lernen. Ich lerne schnell. Ja. Okay, dann ist vielleicht sogar jetzt mal die Zeit, irgendwie für so eine Karte zu ziehen und mal zu gucken, was dann irgendwie passiert. Für die, die es das erste Mal gucken, das Spielsystem von Engel nimmt Bezug auf Arcana-Karten, so ein bisschen wie Tarot-Karten. Das heißt, man zieht, wenn man eine Aktion macht, bevor man die Aktion macht, am besten eine Karte und die hat eine gewisse Bedeutung und man darf die Karte interpretieren. Und danach entscheiden, wie die Aktion denn ausfällt und wie sie aussieht. Das ersetzt in diesem Spielsystem halt die Würfel. Es gibt gute Bedeutung und schlechte Bedeutung, aber eine schlechte Bedeutung heißt nicht unbedingt, dass die Aktion fehlschlägt. Es ist eine wirklich freie Interpretation des Spielers, wie er die Karte sieht und wie er die Karte interpretiert quasi. Und ich ziehe mal eine Karte und schickt dir dann das Ding in den Chat. Mhm. Und blende das mal für die Zuschauer ein. Das ist das zweite Arcanum, die Begine in umgekehrter Bedeutung. Irrtum, Irrglaube, Oberflächlichkeit und Einbildung. Ja. Also ich habe ja absolutes Gottvertrauen. Ich vertraue gut als darauf. Engel, ja. Ja, das ist gut. Ich vertraue darauf, dass ich das lerne. Und zwar recht schnell. Und deswegen springe ich einfach rein. Mhm. Ich habe vorher Luft geholt und stelle fest, wenn ich die Luft anhalte, geht das gar nicht so einfach runter. Das ist ziemlich schwierig. Also, Zetariel springt erstmal ins Wasser und versinkt ebenfalls. Genau. Und dann bewege ich mich so, als würde ich gehen. Das funktioniert aber nicht so richtig. Und ich versuche dann herauszufinden, okay, warum funktioniert das nicht so richtig? Während ich wahrscheinlich auch ich weiß nicht, ob meine Scharmitglieder hinterhergesprungen sind oder ob die immer noch am Beckenrand stehen. Die stehen auch am Beckenrand und gucken, was du da machst. Ja gut, die kriegen aber auf jeden Fall mit, dass ich mich halt wundere, okay, das funktioniert so nicht. Gehen im Wasser funktioniert nicht, teile ich ihnen mit. Gehen geht nicht. Du hörst dann in deinem Kopf, er ertrinkt. Oh je, dann sollte ich mich mal beeilen und dann probiere ich so ein bisschen rum in dieser neuen Ebene, quasi wie als ich geboren wurde. Ich stelle mir vor, ich bin nochmal geboren, jetzt im Wasser. Ich muss mich orientieren und ich muss mich schnell orientieren. Das heißt, ich probiere herum mit meinen Armen und meinen Beinen und stelle irgendwann fest, okay, warte, das funktioniert. Und dann erkenne ich halt meinen Irrtum und fange halt an zu paddeln und dann auf den Beckenboden zu und dann halt frage ich halt meine Scharmitglieder, wo? Weil es ist ziemlich dunkel hier. In der Mitte. Ja, in der Mitte. Und dann hörst du auch noch die ich hab's gesagt, es ist dunkel. Ja, ich knipse meine Gefühle aus. Klack so, aus. Beruhig dich. Beruhig dich. Alles gut. Lotst mich. Und dann steuere ich halt einfach mal in eine Richtung. Mhm. Wohin? Ja, in die Mitte des Beckens wahrscheinlich. Gut. Ja. Immer weiter weg vom rettenden Rand. Und ja, du kannst es dauert unglaublich lange, bis du da bist, so einem Hundekraulding. Mhm. Schluckst sehr, sehr viel Wasser. Du erreichst aber den Mönch. Der ist halt mit über und über mit Gewichten behängt. Jetzt, wo du näher dran bist, kannst du das Wasser auch besser sehen. Und läuft schon ein bisschen blau an. Okay. Dann, aber er hängt ja am Grund, ne? Ja, und er ist noch nicht ganz unten angekommen, aber ja. Er versucht halt auch dagegen, wie du auch, aber er ist halt mit den Gewichten behängt. Jetzt bin ich ja näher dran. Kann ich auf einen Blick abschätzen, ob ich die gelöst kriege, die Gewichte? Ja, aber das wird eine Zeit lang dauern. Wie weit ist es bis zum Grund noch? So, ich denke mal eine Länge noch.
eine Zentarie-Länge. Gut, dann mache ich Folgendes. Dann stopp, bevor du das sagst, ich ziehe eine Karte. Gott, zieh eine Karte, ja. So. Weil das könnte ja die Beschreibung dessen, was du tust, ja beeinflussen. Mhm. Das 21. Arcanum, die Welt, umgedrehte Bedeutung, Trägheit, Faulheit, Unvollständigkeit, Beschränkung, Restriktion, Verneinung. Oh, der arme Kerl. Ja. Der arme Kerl. Okay. Ich bin hier ja mit meinen Bewegungen relativ eingeschränkt, dadurch, dass ich im Wasser in jede Richtung treten kann. Und er ist auch eingeschränkt, weil das Gewicht zieht ihn nach unten. Mhm. Und ich weiß, dass ich sehr schnell sein kann, dass ich auch sehr hoch springen kann, dass ich auch eigentlich relativ stark bin, aber ich brauche etwas, ja, was dagegen drückt. Und deswegen muss ich quasi die Freiheit, die ich hier oben habe, durch Beschränkung ersetzen. Das bedeutet, Cetariel guckt ihn an, ratter, 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 macht einen kräftigen Zug Richtung Boden, wodurch sie dann tatsächlich auch relativ schnell ankommt, bringt sich in eine aufrechte Lage quasi in die Hocke, peilt ihn an und dann stößt sie sich mit aller Kraft ab, um Schwung zu holen vom Boden, packt ihn dann unter den Arm und paddelt wie so schnell und so kräftig sie kann, um halt den Schwung, den sie sich quasi geholt hat, um ihn wieder an die Oberfläche zu ziehen. Ja. Klappt auch so ganz gut, also das Manöver in dem Moment, in dem du auf ihn auftriffst, schluckst du nochmal ganze Ecke Wasser und du merkst, wie die Atemluft einfach ausgeht. Und du drückst ihn mit deiner Kraft nach oben, aber der ist unglaublich schwer. Also mit dieser Schwere hast du gar nicht richtig gerechnet. Du hast halt gedacht, okay, ist bestimmt schwer, aber es ist schwerer, als du dachtest. Ja, und gleichzeitig. Ich rufe nach Hilfe. Ich brauche euch. Kommt, nur in der Gruppe sind wir stark. Ihr wisst das doch. Und ihr wisst jetzt, wie man schwimmt. Ich habe es euch gezeigt. Also kommt. Ja, und springt weit. In dem Moment springen die anderen vier Engel in das Becken. Ja, ich versuche trotzdem so lange noch, wie es mir möglich ist, ohne Sauerstoff irgendwie Richtung Oberfläche zu paddeln. Ja, musst wenn du Richtung Oberfläche willst, musst du den Mann loslassen. Nee, ich möchte ihn ja mitnehmen, also. Ja, das ist zu schwer für dich alleine. Ich glaube, ich würde den Rucksack abreißen. Das müsste ich hinkriegen, dass ich die Riemen durchtrenne. Dann ist schon mal etwas weg. Rucksack rum. Eine Karte. Das sieht gut aus. Kannst auch die gesamte Situation beschreiben. Bist nicht nur auf dich beschränkt. Die Traumsaat in aufrechter Bedeutung, Einheit, Anpassung, Integration, Synergie, Gleichgewicht, Einigung, Erfahrung, Konfliktlösung, Symmetrie, Kombination, Abstimmung, Koordination und Selbstbeherrschung. Ja. Das bedeutet, ich habe ja meine Geschwister um Hilfe gerufen und ich habe ihnen gesagt, dass sie jetzt schwimmen können, weil sie wissen, wie ich das mache. Und ihnen gesagt, dass sie weit springen sollen. Und jetzt würde ich, wie ist die eine nochmal, die Angst vor der Dunkelheit hat? Ich weiß gar nicht mehr, wem ich ja jetzt Angst gegeben hatte vor der Dunkelheit. Ich glaube, mit I fing sie an. Mit I haben wir keinen. Wir haben Violaliel. Genau. Ja. Ich sage Violaliel, dass er Luft mitbringen soll. Das bedeutet, dass er zur Not mehrfach auftaucht, um halt erst dem Menschen Luft zu geben und dann mir. Ich klammer mich, also ich habe tatsächlich meine Gefühle jetzt komplett runtergefahren und konzentriere mich auf das, was ich tue. Während die anderen zu mir runterschwimmen, packe ich den Rucksack von ihm an dem Gurt und an dem Sack, da wo die Naht ist, wo er halt am verletzlichsten ist. Und mit einem Ruck reiße ich den auseinander, sodass er von dem Gewicht befreit wird, schon mal von dem schweren Rucksack. Ja. Und dann sind die anderen wahrscheinlich auch schon da und dann packen wir ihn links und rechts unter den Arm. Und die anderen tragen ihn zur Oberfläche, während ich halt noch so ein bisschen schwach hinterherkomme, weil mir ist die Luft ausgegangen. Aber wenn Violaliel dann auftaucht, dann kriege ich ja wieder Luft von ihm. Und dann tauchen wir alle zusammen an die Oberfläche. Und wenn wir oben sind, dann
befreien wir ihn von den Gewichten? Ja, es ist immer, es fällt euch sehr schwer, euch überhaupt irgendwie schwimmend zu bewegen. Erst recht mit diesem Menschen, der jetzt auch um sein Leben kämpft. Ihr habt Kleidung an, was irgendwie ja, sich sofort voll Wasser saugt. Wer schon mal einen Rettungsschwimmer gemacht hat, der weiß, wie eklig das ist, mit Kleidung zu schwimmen. Ja, und ja, es ist, ja, ich versuche dann in dem zu ziehen, zu zerren und kriegt das so halt so halbwegs hin. Ja, es ist halt noch ein langer Weg bis zum rettenden Ufer. Ja, Kleidung ausziehen. Mhm. Die nächste Anweisung. Gut. Dadurch ist man leichter. Und wenn wir ihn von den Gewichten befreit haben, dann ziehe ich ihn auch aus. Okay. Ja. Dann können wir ihn einfacher ziehen. Ja. Mit gemeinsamer Kraft und mit allen fünf Engeln an dem herumziehend schafft ihr das letztendlich, den armen Mann zu retten und selbst euch selber auch zu retten. Völlig erschöpft. Nicht nur er, der ist zwischendurch auch bewusstlos geworden, weil ihn das so angestrengt hat. Aber ihr seid noch bei Bewusstsein, aber ja, seid jetzt am Rand des Beckens. Ich muss auch erstmal ein bisschen Wasser loswerden. Also, ich sorge dafür, dass er erstmal aus dem Wasser kommt und dann klettern wir alle raus. Ich lasse mir helfen und dann muss ich erstmal ja, noch ein bisschen Restwasser loswerden. Ja. Ja, Maria schaut euch an. So von oben bis unten. Alle so nass bis auf die Haut, klar. Ja. Und wer holt jetzt eure Kleidung? Von der Kleidung war nichts gesagt. Aber wir kriegen das schon hin. Na, dann braucht er sie ja nicht. Ist richtig. Kalt ist es nicht. Eigentlich brauchen wir keine Kleidung. Ja, gut, sie lächelt, dreht sich rum und sagt dann, gut, Prüfung abgeschlossen. Juhu! Ich gucke in die Runde. Möchte noch einer schwimmen gehen und die Kleidung holen? Frage ich mal so in die Runde. Ja. Landoniel sagt irgendwie, ich will schon ganz gerne Kleidung haben. Ich habe was entdeckt, Zitariel. Ich habe was entdeckt. Was denn? Ich bin anders als ihr. Wieso bist du anders? Ich guck ihn mal an. Ja, der hat ein entscheidendes Körpermerkmal mehr als ihr. So untenrum. Ja, jetzt gucken ihn alle neugierig an. Ja. Bis auf den bewusstlosen Menschen. Ja, der ist bewusstlos, ja. Das ist sehr verwirrend. Ja. Gut, dann muss ich für Landonia die Kleidung holen. Ja. Musst das heißt, du? Ich oder muss noch er mal kann auch selber springen, er holt sich schon. Ja. Ich spring zur Not mit ihm. Also zu zweit sind wir sowieso schneller und besser. Dann müsst ihr die anderen Kleidungsstücke auch noch holen. Genau. Ja, gut. Und zusammen geht es einfacher. Ja, und dann sitzt er wieder am Abend, wo das Licht irgendwie im Himmel von Roma Aeterna wieder etwas gedämpfter ist, wieder in eurer kleinen Zelle. Also was heißt klein, sie ist relativ groß, weil es sind fünf Engel darin. Aber ja. Ich sitze bei Landoniel ganz nah, weil ich habe gespürt, dass ihm das Angst gemacht hat, dass er anders ist als wir. Er hat die Angst dann sofort ausgeknipst. Ja. Aber jetzt sitze ich da und ich habe mich so ein bisschen an ihn gelehnt und den Arm um seine Schulter. Wir haben doch schon bemerkt, dass wir anders aussehen als... Ja, dass ich anders aussehe als du. Und Julia anders sieht als ich. Trotzdem aber, eigenartig. Bin der Einzige. Ja.
Ich glaube nicht, dass du individuell. Nein. Bist du gar nicht. Du bist wie wir. Du weißt doch, wir leuchten alle von innen. Schaut so ein bisschen bedröppelt auf den Steinboden. Ich tröste ihn. Ich glaube nicht, dass du der Einzige bist. Es gibt doch noch viel mehr Engel, haben Pietro und Maria gesagt. Da muss es auch einen geben, der ist wie du. Du hast bestimmt recht. Nun, dann hörst du das? Alle gucken so Richtung Tür. Alle so, Genau, alle so gleichzeitig. So. Ja. Und Pedro steht in der Tür und hat einen großen goldenen Schlüssel für euch. Der erste Schlüssel, den ihr euch verdient habt. Dann stoße ich Londarile an. Los, hol ihn dir. Läuft nach vorne und nimmt den. Dann kommen wir alle zusammen. Und jeder fasst den mal an. Und alle sind sehr, sehr fröhlich, weil wir haben uns einen Schlüssel verdient. Unseren ersten Schlüssel, gemeinsam. Genau. Wir haben es geschafft. Ja, Pedro meint dann so, dann seid ihr jetzt bereit für das Claustrum Secundum. Für die zweite Prüfung. Müssen wir wieder ein Problem lösen? Wahrscheinlich. Aber erst müsst ihr noch ein paar Sachen lernen. Es war sehr kreativ, wie ihr die Prüfung heute gelöst habt. Dankeschön. Pietro? Ja? Gibt es andere Engel, die sind wie Londariel? Schaut so in seine Richtung. Inwiefern? Er ist anders als wir. Also von... Da, ich deute nach unten. Ah, ja. Gibt es. Dann grinse ich ihn an. Siehst du, habe ich dir doch gesagt. Ruht euch aus. Ja. Die nächsten paar Tage und Wochen und vielleicht auch sogar Monate, weil es wird unglaublich lange jetzt dauern, bis ihr zum nächsten Ausbildungsabschluss kommt. Wird euer Tagesablauf ein bisschen umgestellt. Ihr werdet, wart ihr halt immer zusammen und habt halt immer zusammen alles Mögliche irgendwie lesen und schreiben gelernt und seid zusammen rumgelaufen und habt zusammen Übungen gemacht. Jetzt ist der Tag strukturierter. Ihr lernt so einen ganz akkuraten Plan. Irgendwie ihr erwacht alle gleichzeitig aus der Meditation. Macht dann ein Morgengebet, nehmt alle gleichzeitig dann irgendwie, das heißt so schön ein richtig, richtig getakteter Tag. Und was auch auffällt in diesem Abschnitt ist, dass ihr euch immer mehr bewusst werdet von eurem eigenen Dasein. Also ihr werdet auch in Räume gebracht, wo Spiegel sind, dass ihr euch das erste Mal selber sehen könnt. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass Lucia Lell anfängt, ziemlich eitel zu werden. Und sich immer einmal mehr wäscht als eigentlich nötig und damit den Zeitplan manchmal so fast über den Haufen wirft. Ja. Und die Haare mittlerweile halt auch so lang sind, dass man sie unterschiedlich frisieren kann. Und ja. Macht einen sehr nachdenklich. Ja. Pedro und Maria unterstützen alles, was ihr tut, um euer Äußeres halt reinlich zu halten und betonen immer wieder, dass es für Engel sich geziemt, halt schön zu sein und ansehnlich zu sein. Weil ihr seid die, die so sind wie Gott.
Was heißt denn schön in einem Ort voller Schönheit? Ja, ihr müsst diese Schönheit repräsentieren. Was dann Lucialiel dazu anstiftet, dass er der Schönste sein möchte. Das ist aber nicht gut. Du könntest einsam werden. Wieso? Naja, wenn du alleine der Schönste bist. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber wie strebt man denn nach Schönheit, ohne sich zu verbessern zu wollen? Ich nehme immer dich als Beispiel. Einen mehr machen als du. Das ist dann das, was schön ist. Schöner ist. Verbessern. Ich versuche immer, mit euch mitzuhalten. Dann verbessern wir uns aber nie. Dann wird es nie schöner. Und irgendwann sind wir dann nicht mehr angemessen. Das wäre schlimm. Ja. Aber heißt das, dass wir allein sein müssen, um... Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Dann werde ich mich mehr anstrengen. Ich auch. Ja, das sind so die kleinen ersten Anflüge von Arkon vielleicht, die sich einschleichen. Das erste Mal, dass so ein bisschen nicht nur Uneinigkeit in der Gruppe ist, sondern so ein bisschen Ehrgeiz, individueller Ehrgeiz, der sofort wieder gebremst wird durch diesen Wahlspruch, Individualität ist Isolation. Aber man merkt so, dass dieses Gefühl so in einem selber, irgendwie auch in Cetariel selber, so ein bisschen hochkocht manchmal. Ja, einmal kurz auf die Frage von Downey einzugehen aus dem Chat. Nein, sie sehen nicht das Gleiche, was die anderen sehen, aber sie können sich die Sinneseindrücke gegenseitig schicken. Quasi. Also, wenn du etwas siehst und daran denkst, kannst du den Gedanken an den anderen Engel schicken. Und damit im mehr oder weniger auch genau sehen, was der andere sieht, ja. Also quasi Erinnerung. Ja. Also, was sie miteinander teilen, ist halt, sie kommunizieren halt nonverbal auf telepathischem Wege miteinander. Dadurch haben sie mehr oder weniger auch dann. Also du kannst nicht bewusst auf das Sichtfeld hin von jemand anderem schicken, wenn er dir seine Eindrücke schickt, dann hast du sie. Du kannst ihn auch darum bitten, das zu tun, aber wenn er das von sich aus nicht macht, dann ist es nicht so. Ja, dieses Gefühl von irgendwie Verbesserung und von dann doch wieder Individualität wird in diesem Ausbildungsschritt noch gefördert. Durch Übungen, die darauf abzielen, bis jetzt habt ihr ja immer so körperliche Ertüchtigungen gemacht und Wissen gelernt und so, das ist ja sehr einseitig und sehr, sehr stringent. Und jetzt kommen Dinge dazu, die man nicht eindeutig zuweisen kann, nämlich sowas wie Kunst und Musik, wo es auf die eigene Interpretation ankommt. Ihr dürft malen, und ihr dürft musizieren und ihr dürft basteln und auch handwerklich euch betätigen. Und man leitet euch dazu auch an. Und es stellt sich sehr schnell heraus, dass ihr unterschiedlich begabt seid. Der eine kann besser singen, der andere kann, das mit dem Singen konnte man vielleicht sogar vorher schon feststellen, und der andere kann besser malen oder sonst irgendetwas machen. Ja, was auch wieder zu massiven Diskussionen in eurem telepathischen Gruppenchat führt. Es ist manchmal sehr laut da. Ja. Es ist schwierig, sich zu konzentrieren. Genau. Ja, aber es ist wichtig, dass ihr mit verschiedenen Werkstoffen halt umgehen könnt. Was wählt denn Cetariel als quasi
kreative Tätigkeit. Was liegt Cetariel denn? Cetariel mag malen sehr gerne. Mhm. Sie ist vor allem vom Himmel und von den Sternen fasziniert. Mhm. Weil das ist so groß und so weit. Das sind so ihre Lieblingsmotive. Gerne auch mit Wolken oder anderen Dingen. Mhm. Worin sie nicht so gut ist, ist Musizieren oder Bildhauerei. Sie ist halt jemand, die gerne so einen Überblick über alles hat. Deswegen malt sie wahrscheinlich auch gerne den Himmel, weil sie dann etwas Großes auf einen Blick sieht. Ja. Auch wenn es halt hitzig wird im mentalen Gruppenchat, dann ist sie immer erst diejenige, die zuhört und sich ein Meinungsbild macht, um dann gezielt auf etwas zu antworten oder ähnliches. Ihr seid wahrscheinlich auch in dieser Ausbildungsphase die ersten Male auch auf der Flugplattform gewesen des Himmels und habt dann halt auch den Himmel sehen können, vielleicht halt auch des Nachts mit den Sternen. Fliegen könnt ihr noch nicht, obwohl eure Flügel stetig wachsen und auch Gefieder bekommen schon. Allerdings sind sie immer noch nicht ausgewachsen. Aber man sieht schon, in welche Richtung es geht. Also, ja, auch hier kommt dann wieder die Eitelkeit von, wie hieß er noch? Lucialiel heraus, der versucht, besonders immer sein Gefieder herauszuputzen. Und das die neu wachsenden Federn irgendwie gut macht, ja. Flugplattform ist definitiv einer von Cetariels Lieblingsorten. Da ist sie gerne. Auch wenn es irgendwo eine sehr große Halle mit einer hohen Decke gibt, da ist sie auch total gerne. Ja. Guckt gerne nach oben. Mit ihren Flügeln beschäftigt sie sich auch viel, bewegt die viel, guckt, wie die funktionieren. Vor allem, weil sie natürlich immer nach da oben möchte. Mhm. Aber das funktioniert noch nicht so gut. Das Streben nach dem Fliegen, ja. Mhm. Aber noch, also ihr seht, wenn ihr dann nach draußen auf die Flugplattform geht, seht ihr auch andere Engel, also die nicht so sind wie ihr. Ausgewachsenere, die auch mit so Schulterplatten irgendwie so Rüstungsteile anhaben und die von innen heraus strahlen und einfach auch wunderschön sind und auch wenn in Flugmanövern über euch hinwegfliegen, in Formationen und schnell die Formationen ändern und die, Das ist wahrscheinlich der Moment, wo Cetariel anfängt, sich nicht mehr mit der Gruppe zu messen, sondern mit den Engeln. Jetzt will sie so sein wie die. Jetzt will sie da noch ein Stückchen mehr drauflegen. Das ist jetzt so ihr großes Ziel. Sie will auch so leuchten und so schön sein. Wenn du übrigens nach unten schaust, irgendwie nach unten, siehst du nur Wolken, weil die Flugplattform oberhalb der Wolkendecke ist. So hoch ist der Himmel der Michaeliten. Ja, wahrscheinlich also die Stadt schaue ich nur unter dir nach kannst du nicht sehen. Wenn die Sonne auf- oder untergeht, weil dann die Wolken eine schöne Farbe haben. Mhm. Ja. Was auch noch irgendwie sich genau in diesem Ausbildungsschritt als Problem darstellt, ist, dass Pedro und Maria anfangen, darauf zu achten, dass ihr halt bestimmte Reize wahrnehmen könnt, obwohl ihr beschäftigt seid. Also gerade wenn ihr so euch kreativ auslassen sollt, wenn Cetariel anfängt irgendwie zu malen und so und sich anfängt zu verlieren in dem Bild, was sie malt. Und dann kommt irgendwo von ein Lernimpuls vom Außen. Das ist das, was halt auch beigebracht wird, dass ihr trotz dieser Fokussierung auf dieses Kreative trotzdem noch eure Umwelt schnell und effizient wahrnehmen könnt. Das ist am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig und die sind da beide auch sehr rigoros. Das heißt, es setzt dann auch mal Strafen, wenn ihr nicht aufpasst. Aber bald habt ihr das raus, euch kreativ zu betätigen und gleichzeitig was anderes zu tun. Und vielleicht gleichzeitig sogar noch über Gedanken zu kommunizieren. Und der eine malt das, was der andere trommelt oder so. Ja. Genau. Und die nächste Sache, die gelernt wird, ist, ihr werdet geschult in Taktik und... Oh. Ja, also Kampfmanöver. Das erste Mal mit Übungswaffen hantieren. Ja.
Und auch in Psychologie, also den anderen, also Menschen zu lesen. Irgendwie, die sind ja anders als ihr. Und die benehmen sich auch anders. Und man kann, ihr lernt, dass man anhand von der Gestik und der Mimik irgendwie herauslesen kann, was sie denken. Und auch wenn man das jetzt nicht so kann wie ihr. Ja, und dann eines Tages kommt Maria in zu eurem Zimmer und meint dann, wir müssen eine ganz bestimmte Sache noch üben. Und wird euch schwer fallen. Was denn? Die Aufgabe eines Engels des Michael ist das Anleiten, das Führen. Schaut so Richtung Cetariel. Bei der ersten Prüfung bist du als erstes ins Wasser gesprungen. Du hast den anderen gesagt, was sie tun sollen. Ja. Aber ich hatte ja nur eine Idee. Ihr müsst es alle lernen. Ihr alle müsst mal führen und anleiten und die Idee als erstes entwickeln. Dazu gehört, dass einer, vielleicht für einen Tag, der Anführer unter euch ist und vorgibt, was zu tun ist, und die anderen sich ihm unterordnen. Und Schon wieder so das ist los. erstmal ein komplett fremder Gedanke so. Das ist merkwürdig. Normalerweise beratschlagen wir immer, bevor wir eine Entscheidung treffen. Deswegen gibt es ja so heftige Diskussionen, die einen zum Teil echt ablenken können. Ja. Und ihr habt Aber. auch gemerkt, je mehr die Zeit vergangen ist, also wenn ihr dann euch in die ersten Tage zurückerinnert, da ging die Entscheidung so zack, schnell. Aber je mehr ihr euch jetzt auch individuell unterscheidet, desto länger dauern die Diskussionen, was zu tun ist. Und desto schwieriger fällt es euch, den Tagesablauf einzuhalten, weil ihr ständig beratschlagen müsst, was als nächstes zu tun ist. Und daher macht es, was Maria da sagt, komplett Sinn. Ja, aber es ist ein befremdlicher Gedanke. Ihr müsst zum Wohle der Gruppe einen Anführer wählen. Und wenn ihr ausgewachsen seid, werdet ihr immer der Anführer sein eurer Schar. Da werdet ihr nicht gewählt. Man wird von euch erwarten, dass ihr vorangeht. Dass wir die Ersten sind, die ins Wasser springen. Oder dass ihr eine andere Idee bekommt und den anderen sagt, was zu tun ist. Zetariel würde jetzt gerne sagen, wir werden das beratschlagen, aber das sagt sie nicht laut. Sie nickt nur. Denkst das wahrscheinlich nur und alle anderen so, Ja, wir werden das beratschlagen. Schöner Vorschlag. Und ja. dann sage ich ja. Wir werden das entscheiden. Und dann geht die Diskussion los, wer ist denn der erste Anführer? Ja, der eitle, wer war es noch, der eitel war hier, Lucialiel, natürlich, ich natürlich, sehr ehrgeizig und eitel. Während Ja. Landoniel sich etwas mehr zurückhält. Ich weiß nicht, wenn da jetzt ein sehr großer Streit drum ausbricht, dann würde Cetariel halt mit ihrer zurückgenommenen Haltung irgendwann sagen, warum machen wir es nicht nach dem Alphabet? Dann wärst du ja zuerst dran. Gibt es keinen mit A? Okay. Cetariel, und dann wäre ja Landoniel, Lucialiel, Terraquiniel und Violaliel. Könntet Der ihr aber bitte Spielleiter ans hat sich Nachbarzimmer selber diese fahren? komischen Namen ausgedacht und kann sie nicht aussprechen. Ich
Ich gucke zu meinem aufbrausenden Geschwisterchen rüber. Wir können es ja rückwärts nach dem Alphabet machen, dann bin ich die Letzte. Aber dann bin ich auch weiter hinten. Aber wir hatten eine feste Reihenfolge. Ja. Die Diskussion wird lange dauern und ihr werdet euch einigen, wie auch immer das aussieht. 2 Tage später. Ja. Nach durchgängiger Diskussion. Genau. Und dann bekommt ihr irgendwann tatsächlich diese, was Zetaril ja auch schon gesehen hat bei den größeren Engeln, diese Rüstungsteile. Diese Schulterkacheln. Die sind allerdings roh und nicht so schön gestaltet wie die, die ihr gesehen habt. Und eure Aufgabe ist es dann, diese Schulterkacheln zu gestalten. Individuell. Oh ja. Da hat Zetaril Freude dran. Wie gestaltet Zetaril ihre Schulterplatte? Natürlich mit einem Himmel. Natürlich mit einem Himmel. Mhm. Mit einem großen Stern in der Mitte. Weil Sterne sind zur Orientierung da. Das hat sie gelernt. Daran kann man sich orientieren. Und sie soll ja später auch ein Anführer sein. Und die Engel des Michael, die leuchten so schön. Also ist sie ja irgendwie sowas wie ein wandernder Stern. Also irgendetwas, was Orientierung bieten kann, irgendwas, was anführen soll. Mhm. Dementsprechend gibt es einen großen Stern in der Mitte und kleinere Sterne drumherum, sodass dann halt ein relativ aufwendiger Himmel entsteht. Mit, also so ein Nachthimmel. Mhm. Ja, das wird eine Weile dauern und euch ein paar Wochen kosten, das vernünftig irgendwie herzustellen und vernünftig zu gestalten. Was auch noch eine wichtige Sache ist, ihr lernt in diesem Abschnitt unglaublich viele Geschichten. Also der Pedro und Maria und die anderen Mönche und Nonnen werden euch unglaublich viele Geschichten einfach erzählen. Die sitzen halt da und erzählen einfach, während ihr irgendwas anderes macht. Und die fragen euch dann auch später, was ihr gehört habt, und ihr sollt das halt wiedergeben auf eure Art. Und da lernt Zetaril auf jeden Fall auch, dass Geschichten sich verändern, wenn sie wiedererzählt werden. Und du merkst auch, dass die verschiedenen Engel deiner Gruppe auf unterschiedliche Sachen Wert legen. Und Maria meint dann auch irgendwie, daran siehst du, Zetaril, dass jeder Engel unterschiedliche Schwerpunkte setzt und unterschiedliche Dinge gut und schlecht kann. Und es ist an dir als Anführer heute, du bist doch heute der Anführer, nicht wahr? Zu entscheiden, wer welche Aufgabe am besten und am schnellsten erledigen kann. Du musst dir genau anhören, was die anderen erzählen. Du musst sie gut einschätzen können anhand von dem, was sie dir sagen. Du musst lernen, die Geschichten umzusetzen, die man dir sagt. Und daraus deine Schlüsse zu ziehen. Ich verstehe. Ja, und dann kommt es irgendwann zur zweiten Prüfung. Diesmal werdet ihr nicht gefragt, Feuer oder Wasser. Sondern Pedro kommt und sagt, nun, beim ersten Mal habt ihr Wasser gewählt. Diesmal nehmt ihr die andere Aufgabe, die ihr nicht gewählt habt. Ihr seid jetzt stärker, größer und ihr könnt euch selbst besser einschätzen. Das haben wir geübt. Und ihr kommt auch mit Situationen klar, die ihr nicht gut findet oder die ihr nicht wählen wollt. Deswegen nehmt ihr jetzt die andere Aufgabe, die ihr nicht machen wolltet. Denn oft wird es in eurem Leben der Fall sein, dass ihr Dinge tun müsst, die euch Unbehagen bereiten.
Auch diese Dinge müssen erledigt werden. Er ist heute der Anführer? Ja, entscheide du, wer der Anführer ist. Zieh eine Karte. Zieh eine Karte? Zieh eine Karte. Schauen wir mal. Ich zieh eine Karte für dich und du interpretierst sie, wer der Anführer ist. Richtig. Gut. Du musst ja nicht alles machen hier als Spielleiter. Das ist ja das Schöne. So, die Karte. Für die anderen. Das sechste Arkanum, die Erzengel, Reinheit, Anziehungskraft, Beziehung, Neugier, Loyalität, Hingabe, Leidenschaft, Verbundenheit, Dualität, Attraktion, Ernsthaftigkeit, Offenheit, Sensibilität, Integration, Gleichheit, Romantik und Harmonie. Auf jeden Fall nicht der Eitle. Nicht Lucialie. Ja. Nein, Lucialie ist es nicht. Ja, dann bin wahrscheinlich ich die Anführerin. Welch Zufall. Man könnte meinen, es wäre meine Geschichte. Ja. Wie kommt das? Dann gehe ich voran. Na, dann nicke ich, dann werden wir das so tun und dann gehe ich voran. Ja. Die anderen folgen mir. Ja, er wird wieder in einen unglaublich großen Raum gebracht. Und dieses Mal ist da ein Haus quasi drin aufgebaut. So eine Blockhütte aus Holz. Und ja, in dem Haus könnt ihr durch die Fenster und Türen könnt ihr sehen, dass da wieder der arme Kerl drin ist, den ihr aus dem Wasser gerettet habt. Die können den nicht leiden, oder? Ja, der ist am Boden festgeschnürt, also mit festgekettet. Und ja, Maria und Pedro sprühen Brandbeschleuniger auf das Holz und zünden das Feuer, das Haus an. Und wieder heißt es, rette ihn. Die können den echt nicht leiden, der arme Kerl. Der tut mir so leid. Oh Gott. Okay, Ja, das Feuer lodert hoch irgendwie. Ist das ein karger Raum, nur mit diesem Haus? Genau, nur dieses Bretterhaus, ja. In der Mitte halt der Kerl und das ganze Haus brennt jetzt von allen Seiten lichterloh. Gut, das heißt, es gibt nichts in der Umgebung, was ich nutzen könnte. Ah, Moment, stopp, doch, es gibt eine Sache, die da steht. Ein kleiner Eimer. Weiß ich, wo der Raum des Wassers ist? Ja, warst ja schon mal drin. Wunderbar. Dann schicke ich direkt einen los, Wasser zu holen. Okay. Wen denn? Den schnellsten von uns. Mhm. Ja. Tarquiniel ist der schnellste. Mhm. Tarquiniel darf direkt mal Wasser holen. Ja. Läuft los. Ja. Und ich schicke direkt noch zwei mit, die sollen ihre Kleidung nass machen. Und sobald die anderen wieder da sind, sage ich Tarquiniel, er soll anfangen, da wo das Feuer noch nicht ist, das Holz nass zu machen, damit das Feuer da nicht so schnell drauf zugreifen kann. Also der ist jetzt eine ganze Zeit lang erstmal, also so zwei Minuten Wasser holen gegangen und seitdem... Es brennt halt. Okay, so. Gut, also so lange dauert das, gut. Wie weit sind meine Flügel mittlerweile? Du kannst noch nicht fliegen. Gut, ich kann noch nicht fliegen. Kannst sie gut bewegen und damit auch Luft machen, so, aber so fächern. Aber es ist wahrscheinlich auch eher hinderlich jetzt, wenn du da reinstürmst und dann die Flügel Feuer fangen, also das merkst du schon bei Türen jetzt inzwischen. Du musst inzwischen auch gucken, dass du die Flügel immer einklappst und gut, ich weiß. Der liegt gefesselt auf dem Boden und Rauch und Hitze steigen nach oben. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit. Ja. Dann werden wir, die restlichen, die da sind, währenddessen mal das Haus umrunden. Gucken, ob es irgendwo eine Schwachstelle gibt, irgendwo, wo das Feuer noch nicht ist. Mhm. Ich ziehe mal eine Karte für dich dafür. Bitte. Dann kannst du mal gucken, ob du eine Schwachstelle findest. Und für die anderen.
Das 19. Arcanum, die Schar. Aufrechte Bedeutung: Zusammenhalt, Befreiung, Zusammenarbeit, Gemeinsamkeit, Partnerschaft, Kooperation, Energie, Lebenskraft. Entstehung, Motivation, Stimulation, Jubel, Organisation, gemeinsame Vision, Erforschung, Wiederbelebung, Schöpfung, Neuerung, Erfolg, Gelingen, Errungenschaften. Das klingt sehr positiv. Das ist ja auch die aufrechte Bedeutung. Ja. Tatsächlich gibt es eine Stelle, wo das Feuer nicht so schnell hinkommt. Und zwar haben sie ja hauptsächlich das Dach angezündet. Das heißt, die Wände sind noch nicht wirklich angegriffen von dem Feuer. Es brennt von oben durch. Mhm. Das heißt, wir können versuchen, gibt es eine Tür in dem Haus? Ja. Okay, dann probieren wir einfach mal, ob die Tür zu ist. Gesichtswürfel. Die Tür ist klemmt. Abgeschlossen. So. Ist offen, aber klemmt. Ja. Ich bin ein Engel des Herrn. Die Tür hat nicht zu klemmen. Geh heißt, auf, Tür! Genau. Das heißt, wir erkunden halt quasi das Haus drumherum. Ich mache mir natürlich wieder meinen Überblick und dann stelle ich fest, okay, wir probieren mit der Tür. Die Tür klemmt. Jetzt nicht mehr. Ja, schmeißt die Tür so nach hinten weg. So stark ist, bist du inzwischen, ne? Ja, aber ich versuche niemanden zu treffen. Das sollte mir auch gelingen. Das bedeutet, ich werfe natürlich einen Blick auf das Dach, was natürlich mittlerweile sehr, sehr viel brennt. Mhm. Und in dem Moment sollten dann auch die anderen zurückkommen. Man spürt auch die Hitze und man hört das Knacken und Knistern. Und wenn der Dachstuhl jetzt einbricht, dann fliegt halt komplett alles, dieses Feuermeer, eine Stufe nach unten, halt direkt auf den Kerl drauf. Genau. Ich sag den anderen, dass wir auf jeden Fall unsere Flügel kurz nass machen. Das bedeutet, der mit dem Eimer kriegt jetzt die Aufgabe, alle Flügel einmal nass zu machen. Ja, geht gerade so. Und dann geht's rein in die Hütte. Und wir versuchen, den Kerl vom Boden loszumachen. Mhm. Während einer das Dach im Auge behält gleichzeitig. Ja, das ist, droht gerade schon einzustürzen. Ja, dann reißen wir die Ketten aus dem Boden, machen den armen Kerl los. Wie macht ihr das denn? Wie reißt ihr denn die Ketten aus dem Boden? Die müssen ja mit anderen verankert oder? Sein, oder? Mhm. Das bedeutet, es gibt sowas wie Dübel oder Ringe und das ist die Schwachstelle. Die werden wir attackieren. Das bedeutet, jeder nimmt einen Ring und dann gibt es auf drei ein Zeichen. Eins, alle zwei, drei. Gemeinsam. Mhm. Und dann reißen wir die Ketten aus dem Boden. Okay, alle gemeinsam reißen dieses Ding aus dem Boden. Ja, und dadurch ist er frei. Und dann packen wir ihn und dann geht's raus. Und ja, gerade so hinter euch kommt dann der Dachstuhl brennend irgendwie nach unten geschossen. Und verkokelt ein bisschen eure Gewänder und die Ansätze der Flügel, die nicht ganz so viel Wasser abbekommen haben. Weil ein Eimer und fünf Engel, das ist halt ein bisschen notdürftig, aber immerhin, das hat gut geklappt. Keiner brennt. Keiner brennt, ja, genau. Ja, und Maria steht dann da und sagt, gut, Aufgabe bestanden. Zweiter Schlüssel. Genau, ihr bekommt später halt einen zweiten Schlüssel von Pedro gebracht in euer Quartier, genau. Ja. Dieses Mal nehme ich entgegen. Ab zur Claustrum Tertium, dritten Aufgabe, zum dritten Ausbildungsschritt. Das wird uns Pen-and-Paper-Spielern ganz gefallen, welchen Schwerpunkt dieser Ausbildungsschritt zunächst hat. Denn ihr habt immer noch diesen strengen Ablauf des Tages, aber man konfrontiert euch jetzt mit Rollenspielen. Ach. Ja. Und zwar lernt ihr über rollenspielerische Spiele, also das Gegenüber habt ja in der Psychologie habt ihr ja herausgefunden, wie man Menschen lesen kann und wie die sich verhalten und so, das jetzt aktiv anzuwenden. Also Kommunikation mit Fremden lernt ihr anhand eines Rollenspiels. Oder Hierarchie. Woran erkenne ich die anderen, die Menschen, die höher gestellt sind? Wie verhalte ich mich gegenüber welchen, die nicht das Sagen haben als Anführer?
und was darf ich einfordern, wenn ich der Anführer bin? Wie viel Leine darf ich geben? Und das alles halt in einer Art Rollenspiel, um zu erleben, wie sich das anfühlt. Ne? Also das wird ganz besonders halt dann so ein komplett Aufmüpfiger, der in deiner Schar drin ist. Und so, ja, das übt ihr quasi. Wer ist eigentlich dieser Papst? Ja, fragst du das? Lernen wir das? Ja, Petrus Secundus, ja. Ja, für den interessiere ich mich ja auch. Das geistliche Oberhaupt der angelitischen Kirche, ja. Und derjenige, der euch die Engelsweihe zuteil werden lässt. Und er hört die Stimme Gottes. Das sagt man so, ja. Warum hören wir die nicht? Also warum redet Gott nicht mit uns? Tut er das nicht? Zumindest nicht mit Worten. Ihr kommuniziert aber auch ohne Worte, oder? Das stimmt. Ist der Papst auch ein Engel? Nein. Schade. Aber ich habe ja jetzt Psychologie. Ja. Das heißt, ich kann die Mauer vor mir interpretieren. Ja. Ja, außerdem, neben diesen Rollenspielen kriegt ihr endlich Flugunterricht, weil inzwischen die Flügel dann auch so gewachsen sind, dass das möglich ist. Und das erste Mal Waffentraining mit scharfen Waffen. Also ihr bekommt auch... Das klingt Tariel erstaunlich gut. Ihr bekommt auch das erste Mal eure eigene individuelle Waffe zugeteilt. Es sind halt bei den Michaeliten halt Schwerter. Es sei denn irgendwie, Sitariel hat jetzt irgendwie eine Vorliebe für eine andere Art Waffe. Aber die normale Waffe für einen Michaeliten ist halt das Schwert oder das Langschwert im gröbsten Falle. Es ist kein besonderes Schwert, wie es die Gabrieliten tragen, also kein Flammenschwert. Aber es ist ein fein aus Stahl geschmiedetes irgendwie, ja. Es spiegelt das wieder, was den Michaeliten auch ausmacht. Es ist fein filigran gearbeitet. Man kann sich drin spiegeln. Es ist schön verziert am Griff. Ihr könnt selber wählen, wie der Griff aussieht. Also wie sieht denn bei Citariel der Griff aus? Wenn ihr schon so Sternevorliebe hat. So wie Sterne kann man das schwer machen, ne? Also auf der Vorderseite des Knaufs ist auf jeden Fall ein Stern. Und um das Parier, das bedeutet, es hat ja die Blutkehle, das Schwert, das ist diese Einkerbung in der Mitte. Mhm. Und über dem Parier ist ein Stern, der quasi auch noch so ein bisschen in den Griff ausläuft. Der hat halt die langen Spitzen links und rechts, vorne und hinten. Mhm. Und dann ist das halt auf beiden Seiten ein doppelseitiger Stern, wobei die langen Spitzen halt jeweils auf den Griff und die Blutkehle auslaufen und die beiden Parier. Mhm. Ja. Also da auch wieder ein individuell anderes Schwert als dieses der anderen. Immer mit dem Kopf, mit diesem Satz im Hintergrund, der euch die ganze Ausbildung über begleitet hat. Ja, es wird immer komischer, dieser Satz. Er hat immer noch seine Gültigkeit, aber inzwischen seid ihr so unterscheidbar voneinander, ihr hättet euch das niemals träumen lassen, als ihr euch das erste Mal begegnet seid. Vor allem, das merkt man vor allem, wenn man Anführer ist für einen Tag, dann ist man ziemlich allein mit seinen Entscheidungen und seinen Gedanken. Ja. Und ist man dann individuell, weil man der Anführer ist? Aber individuell ist doch schlecht. Also... Keiner hat je gesagt, dass es schlecht ist. Das war deine eigene Interpretation. Individualität bedeutet Einsamkeit, ja. Und langsam dreht sich dann wahrscheinlich dieser Gedanke so nach Isolation, dem Motto, das war nicht Einsamkeit, Isolation. Schlecht. Das ist so der ganz ursprüngliche Gedanke, sondern es ist halt einfach eine Tatsache, die wir akzeptieren sollen, die wir von Anfang an eingeprügelt bekommen, so nach dem Motto, wenn du Anführer bist, dann bist du allein. Ja, Punkt. Und du triffst Entscheidungen für andere. Ja. Und wenn diese Erkenntnis irgendwann mal sackt, dann
Fagelt das Zetarel einen ganzen Tag die Laune. Das liegt ihr sehr schwer im Magen, diese Erkenntnis. Ja. In diesen Rollenspielen lernt Zetariel dann auch das erste Mal eine weitere Kraft von sich kennen, die sie vorher noch gar nie so benutzt hat und auch nicht musste. Nämlich die Stimme ist es, glaube ich. Ja. Also du lernst, wie du du benutzt ja quasi die kommunikative, normale Sprache ja nur, wenn du mit Menschen kommunizierst. Und da hast du bis jetzt immer darauf geachtet, möglichst seicht und ruhig zu reden. Und ihr lernt da jetzt aber auch einen Befehl zu sagen, wo die Unterschiede sind, wenn man einen Befehl spricht und ne, wieder die unterschiedliche Tonlage, die man anschlagen muss. Und ja, du lernst auch deine Stimme so genau im Griff zu haben, dass du bestimmte Dinge einfach aufgrund des Tones, den du anschlägst, ob du es singst oder ob du es sagst, dass du bestimmten Dingen Ausdruck verleihen kannst. Zumindest gegenüber Menschen funktioniert das außerordentlich gut, denn du kannst betörend, gebieterisch, unangenehm, sogar hypnotisch teilweise die Stimmfarbe verändern. Und zwar von einem Augenblick auf den anderen. Ich kann in einem Augenblick sehr tröstend und beruhigend sein und im nächsten Moment den Menschen die schlimmsten Albträume einjagen. Genau. Und ja, das übt ihr bis zum Erbrechen. Auch irgendwie, jemand steht hinter euch und sagt euch jetzt, was das, jetzt das, jetzt das. Und ja, der arme Kerl, den ihr jetzt schon ein paar Mal gerettet habt, der muss es immer ausbaden. Was ist denn mit dem Kerl? Hat der einen Namen? Kann ich den bitte als Freund haben? Der tut mir leid. Gib ihm einen Namen. Du willst einen Namen? Okay, warte. Silvio heißt er. Okay, Silvio, das muss ich mir jetzt aufschreiben. Silvio ist ab jetzt mein Kumpel, weil der tut mir echt leid. Ja. Hammer Kerl, ey. Ja. Und vor allen Dingen lernt ihr halt über diese Rollenspiele auch, was bestimmte Dinge halt sind. Ne? Also bis jetzt hatte Zetariel keine Ahnung davon, was betörend zum Beispiel ist. Also das ist ein Wort, das gibt's halt. Aber was drückt das aus? Mhm. Und welche Klangfarbe der Stimme passt dazu? Und was löst das in dem Silvio aus? Der muss halt auch nach den Übungen immer Rede und Antwort stellen, was wie der sich gefühlt hat und so, ne? Feedback-Runde. Feedback-Challenge. Ja. Ja. Und ja, solche Sachen werden euch jetzt eingeimpft. Ja. Also, dass ihr nicht nur telepathisch untereinander kommunizieren könnt, dass ihr nicht nur eure Gefühle ausschalten könnt, sondern dass ihr andere, also dass ihr Menschen mit eurer Stimme und eurem Auftreten beeinflussen könnt. Und dann lernt ihr auch das Kampf- und Flugtraining zu verbinden und übt Kampfszenarien, verschiedene Formationen. Und hier wird eine weitere Engelskraft offenbar, die Michaeliten bekommen. Nämlich, sobald euer Anführer eine Taktik anschlägt oder sich eine Taktik ausdenkt, dann führen die anderen das instinktiv sofort durch. Ohne dass großartig Zeit vergeht. Man muss keine Befehle brüllen oder so, sondern man muss einfach nur daran denken und die anderen führen es aus. Und das ist äußerst beeindruckend, wenn man dann die Formation von jetzt auf gleich ändern kann. Und man sagt euch halt auch, dass die anderen Engelsorden das nicht können, aber dafür empfänglich sind. Das heißt, wenn ihr wahrscheinlich eure erste Schar habt und ihr werdet dann diese telepathischen Befehle der Formation, die werden die Formation kennen und sie werden die automatisch ausführen, weil ihr das so wollt. Weil ihr seid die Anführer. Und es ist weniger so ein Befehl und Zwang, das zu tun, sondern es ist eher so, sie wissen instinktiv, was jetzt nötig ist. Ohne, dass es ausgesprochen wird.
Das ist beruhigend, wenn man auf dieses Wissen zurückgreifen kann, einfach. Ja. Das ist halt... Es ist natürlich, man tut es. Ja, und ihr lernt jetzt halt auch die anderen Engelsorden zumindest in der Theorie kennen. Und das ist ja für Centariel wahrscheinlich dann das erste Mal, dass sie damit konfrontiert wird, wie unterschiedlich die anderen Engelsorden sind. Und es ist offenbar, welche Aufgaben sie dir später, also ne, das, ihr seid jetzt in deiner kleinen Schar, seid ihr alle mehr oder weniger gleich. Mhm. Aber du siehst jetzt an der Beschreibung der Engelsorden, dass deine Schar später wirklich unterschiedlich sein wird. Und immer wieder bläut man dir ein, du bist der Anführer, du bist verantwortlich für alle anderen. Alles, was die an Fehlern machen, geht auf deinen, zu deinen Lasten. Ja. Und das Letzte, was ihr lernt in diesem Ausbildungsschritt, ist der Kampf gegen die Traumsaat. Ihr lernt erstmal, was die Traumsaat ist. Wusste Centariel bis jetzt ja auch nur aus den Geschichten, die erzählt wurden. Aber ihr seht das allererste Mal Attrappen von Traumsaat-Kreaturen. Sehr detailliert, so ausgestopft kann man sich die ganz gut vorstellen. Keine richtige Traumsaat, aber Attrappen. Hässlich. Hässliche Viecher, ja. Mhm. Unterschied. Die sind überhaupt nicht schön, die passen hier gar nicht hin. Ja. Sind ja auch vom Widersacher geschöpft und nicht von Gott. Ja. Ja, und ihr lernt daran halt die Schwachstellen, da muss man die Libelle treffen und ne, hier den Flügel kann man da am besten abtrennen und so. Und man kann anhand dieser Attrappen halt auch sehr schnell Manöver üben. Und als ihr dann eines Abends halt in eurer Kammer sitzt, meint dann Landoniel so, ich hab gehört, während ihr geübt habt, habe ich von den Menschen gehört, dass in Nürnberg sie im Himmel Traumsaat-Kreaturen halten. Lebendige? Mhm. Aber wie halten? Ich weiß nicht. Doch nicht als Tiere. Ich weiß nicht. Jemand sagte, die Gabrieliten müssten das Kämpfen besonders trainieren und deswegen halten die da zum Üben. Sie bringen diese Dinger in ihren Himmel. Ja, fürchterlich, nicht wahr? Das halte ich nicht für klug. Das ist nicht klug, nein. Das korrumpiert. Bestimmt. Die Wesen des Herrn der Fliegen so nahe um sich zu haben. Ich werde später auf jeden Fall aufpassen auf meinen Gabrieliten. Genau beobachten. Das muss sie verändern. Ja. Ich weiß nicht, wie sie sind. Ich stelle sie mir gruselig vor. Die Gabrieliten oder die Traumsaat-Kreaturen? Die Traumsaat ist schon gruselig, ja. Hast du den in dem einen Buch nicht gesehen, dass sie Menschen beeinflussen können? So wie wir auch? Ja, doch. Wenn das auch mit Engeln geht? Oder mit den menschlichen... Mit den menschlichen Oberhäuptern des Himmels könnte das gehen, mit Leuten wie Pedro oder Maria, die Engel ausbilden. Dann bringen sie ihnen falsche Sachen bei. Keine Menschen. Vielleicht haben die Gabrieliten keine Menschen bei sich im Himmel. Das kann sein. Hoffe ich. Aber dann müssten sie ganz viele Engel als Ausbilder haben, oder? Ja. Das heißt, sie können eigentlich ihre Aufgabe gar nicht richtig lösen. Denn jeder Engel, der ausbildet, ist nicht im Kampf gegen die Traumsaat. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es mehr Gabrieliten als uns. Man braucht mehr Krieger als Anführer. Hm.
Vielleicht gibt es deshalb so wenige von uns. Das könnte sein. Ich frage auf jeden Fall meinen Gabrieliten mal. Wenn ich denn mal eine Schar kriege. Wir werden bestimmt eine Schar kriegen. Dafür sind wir doch da. Das ist meine Aufgabe, ja. Unsere Aufgabe. Schaut sich so rum. Und ja, Lucialiel hat schon so eine Augenbraue nach oben gezogen bei dem meine Aufgabe. Ja, es ist unsere Aufgabe. Ja. Gut. Die letzten Stunden vergehen bis zur letzten Prüfung. Und ihr habt ja zwei Schlüssel, die ihr dann einsetzen könnt für das letzte Prüfungstor, um das zu öffnen. Und ihr wisst, dass es eine Prüfung ist, die Körper, Geist und Seele fordern wird. Von euch. Machen wir die immer noch gemeinsam oder müssen wir dieses Mal alleine ran? Das ist der Punkt. Denn zum allerersten Mal werdet ihr, ich habe eben Stunden gesagt, aber es sind einige Tage vor der Prüfung, werdet ihr das erste Mal getrennt. Oh. Das erste Mal seid ihr wirklich allein. Ohne die anderen. Das ist schwer. Das ist sehr schwer. Ich meine, ich spüre sie bestimmt immer noch geistig. Ja. Aber nicht nur so schwach. Wie vorher. Das ist sehr schwer. Da fehlt einem der Rückhalt. Da fehlt einem die Gruppe. Genau. Alleine ist nicht so gut. Ja. Wahrscheinlich halte ich mich in dem Zeitraum dann, wenn ich kann, häufig bei Silvio auf. Ja, wenn er denn da ist, ja. Wenn er denn da ist, genau. Weil auch der wird nicht... oft, der wird halt auch oft hier ertrinken oder brennen müssen. Genau, für andere wird Engel. Oft für neue Engel. Ja. Ist ja seine Aufgabe hier. Sich verbrennen und ertränken lassen. Irgendwann werde ich ihn mal gefragt haben, womit er das verdient hat. Aber ja. Gar nichts, das ist meine Aufgabe hier. Ich darf Engel sehen, jeden Tag. Bessere Aufgabe kann man sich nicht denken, oder? Ich glaube nicht. Ich bin jetzt schon so lange hier. Noch nie hat mich einer im Stich gelassen. Und das werden wir auch nicht. Wir sind dazu da, um dich zu beschützen. Ja. Du schließt mit den, die anderen machen das wahrscheinlich für sich selbst, mit zwei Schlüsseln halt das Tor für deine Prüfung auf, dann irgendwann, mit der komischen, unguten Gefühl, alleine vor dem Tor zu stehen. Und, die erste komische Prüfung ist allein schon, wie kriegst du das hin, beide Schlösser aufzukriegen? Die so nicht in Reichweite auseinander sind. Sind da Menschen? Ja, Pedro und Maria gucken zu, ja. Die müssen das ja bewerten. Dann drehe ich mich zu ihnen um. Mit so einem Klemmbrett. Ja, drehe ich mich zu ihnen um und sage, öffnet mir die Tür. Sehr freundlich. Notiert sich was. Gehen nach vorne und öffnen die Tür. Dankeschön. Gehe ich rein. Ja. Die erste, du kommst in einen Gang und der ist halt mit Fackeln erleuchtet an der Seite und setzt jetzt so einen Fuß vor den anderen und hinter dir wird die Tür wieder geschlossen und du siehst halt, der ist lang, am anderen Ende ist halt eine weitere Tür und mehr ist da nicht erstmal. Der Boden fühlt sich komisch weich an.
taste den mal. Ich gehe in die Hocke. Das ist ein eigenartiges Material. Das ist noch nie vorher. Es ist kein Stein. Es gibt leicht nach, wenn man drauf drückt. Okay. Ja, dann gehe ich mal vorsichtig weiter, aber ich habe die Flügel schon so leicht aufgefächert für den Fall, dass ich gleich mal springen muss irgendwo hin. Ja, der Gang ist relativ eng. Das heißt, wenn du die Flügel mit so einer vollen 7 Meter Spannbreite ausbreiten wolltest, würdest du zack an die Mauern stoßen. Also fliegen ist hier nicht. Okay, fliegen ist hier nicht. Ja. Vielleicht könntest du einen Flugsturz so seitlich hinkriegen, dass du halt dich einmal nach oben katapultieren kannst. Aber richtig rumfliegen wirst du in diesem engen Gang nicht können. Ja, setzt einen Fuß vor den anderen, gehst langsam nach vorne. Passiert nichts. Erstmal. Sehe ich eine Tür? Ja, am anderen Ende des Ganges. Ja gut, dann gehe ich auf die Tür zu, bleibe aber aufmerksam. So ungefähr in der Mitte des Ganges angekommen bist, fängt der Boden unter dir sich an zu bewegen. Und zwar läuft er mit jedem deiner Schritte mit. Das heißt, du kommst nicht vorwärts, wenn du einen Schritt vor den anderen setzt. Okay. Ein Laufband. Ein Laufband, ja. Wie weit ist die Tür denn noch weg? Ja, die wird noch so 10 Meter oder so weg sein. Kann ich sehen, bis wohin das Laufband geht? Das der Boden unter dir sieht überall eben aus. Das läuft halt mit. Okay, ich drehe mich mal um und gucke, ob das Laufband dann noch in diese Richtung weiterläuft. Ja, kommst nicht von der Stelle. Schön. Dann, stoße ich mich erstmal ab und versuche wieder auf einem Stück zu landen, wo der Boden sich nicht bewegt. Ja, da ist der ganze Gang lang, ne? Mhm. Also überall bewegt sich der Boden, quasi. Okay, aber am Anfang hat er sich ja noch nicht bewegt. Genau. Aber theoretisch müsste ich ja dann rückwärts laufen können und stehen bleiben und dann... Ja, wenn du rückwärts läufst, läuft der Boden halt auch so mit, ne? Ja, ja, und dann bleibe ich stehen und dann müsste der Boden den hier machen mit mir. Ja, der hört dann sofort auf, ne? Der passt sich halt an. Also, ne, ist wie wenn du auf so einem Laufband bist, gehst halt einen Schritt nach vorne und der Boden geht unter dir durch den Laufimpuls halt einen mit. Okay. Der geht doch nicht nach. Faszinierend. Halt, kann ich klettern? Kannst klettern, ja. Dann, da sind ja Fackelhalter, ne? Ja. Sind so in einem Meter Abstand ungefähr so jeweils ein Fackellicht. Ist aber Feuer noch, ne? Aber wahrscheinlich, ich versuche mich daran lang zu hangeln, wie bei so Monkey Bars, so. Eins, zwei, drei, probieren wir das mal aus, vielleicht funktioniert das ja. Das ist so meine Idee. Ich ziehe mal eine Karte. Ja. Schön. Bin gespannt, was du draus machst. Das 19. Arcanum, die Schar in umgedrehter Bedeutung, Abkehr, Rückschritt, Erschöpfung, Ausgelaugtheit, Enervierung, was auch immer das ist, Energieverlust. Enervierung ist genervt und ich bin gerade tierisch genervt, weil diese Fackelhalter sind natürlich nicht lang. Das heißt, ja, ich kann mich da dran langhammeln, aber ich knall jedes Mal gegen diese blöde Wand. Ah, ist das ätzend. Genau, Pock. Die Flügel schleifen da auch mit und das macht meine ganzen Federn wuschig und furchtbares Ding. Ja. Also du kommst dann an der Tür an, bist aber tierisch kaputt und tierisch, ja, vielleicht schmerzt dir sogar die ein oder andere Kniestelle, weil du immer mit oder die Flügel oder immer damit irgendwo gegengestoßen bist. Aber du bist an der Tür angekommen. Ich kann wieder glatt streichen, vor allem an der einen Seite, wo ich halt immer an der Wand entlang gebürstet bin. Ja, stehst dann vor der Tür. Tür ist zu. Mach ich die Tür auf. Drückst du dagegen oder wie machst du das? Klinke sieht man nicht. Funktioniert wahrscheinlich nicht. Wenn du dagegen drückst, gehst du erstmal mit dem Boden so ein Stück zurück. Ah! Ja, weil der Boden sich ja unter dir bewegt. Das ist ein Drückimpuls. Ah, okay, I see. Ja.
Jetzt gucke ich diesen Boden sehr interessiert an. Wie zum Geier funktionierst du? Ist das schon Technik? Oder ist das keine Technik? Technik ist böse. Mhm. Struwwelengel, ja. Ich schaue mich mal um. Gibt es einen Hebel, einen Mechanismus, einen Knopf, den man drücken könnte? Oder irgendwas? Ja, dir fällt ein, oh, da. Dir fällt ein Mechanismus in der letzten Fackelhalterung auf. Ja. Ah, die ich gemieden habe, weil ich keine Lust mehr hatte. Ja gut, dann ziehe ich mal dran. Ja, dann schwingt die Tür auf. Ja, wunderbar. Dann springe ich rein. Der Boden hat lang genug aufgehalten. Ja, du springst in den nächsten Raum ohne großartig, weil du bist da so genervt davon, ohne großartig drüber nachzudenken und musst sofort abstoppen, weil der nächste Gang ist zwar breiter, viel breiter als der vorherige Gang, allerdings geht's tief in den Boden und du landest quasi auf so einen kleinen Sims und wenn du das so einen Tick weiter gesprungen wärst, in den Abgrund gesprungen. Du siehst einen langen, breiten Gang vor dir, der sehr hoch auch ist und unter dir ist halt, geht's sehr tief nach unten und überall sind so Ringe aufgehängt in der Luft. Sehe ich Pietro und Maria irgendwo? Nee. Also wenn du dich umdrehst, stehen die halt am Ende von dem ersten Gang, wo du rauskommst, mit ihrem Klemmbrett. Okay, weil jetzt ist langsam schwierig, mich zu beurteilen, wenn sie hinterherkommen. Auf der anderen Seite siehst du halt noch so ein Sims mit einer weiteren Tür. Ja, okay, dann gehe ich davon aus, dass ich wahrscheinlich durch die Ringe fliegen muss zur anderen Tür, denke ich. Dann würde ich genau das tun. Das heißt, fliegen kann ich, erstmal Flügel ausfächern, dann stoße ich mich ab. Und ja. Wie fliegst du denn da durch? So einen nach dem anderen? Ich habe die ja gesehen von unten, das heißt, ich werde eine Route festgelegt haben, die, wo ich am schnellsten alle Ringe, also der mir am nächsten ist, dann der da am nächsten ist, der da am nächsten ist. Mhm. Und dann immer schön mit Flügel anlegen, dass ich da auch durchpasse. Mhm. Und ich hängen bleibe. Ja, fliegst da durch, würdest da auch kein Problem haben, da durchzukommen, aber du kommst auf der anderen Seite auch an, aber die Tür ist zu. Gibt es ein Schlüsselloch? Nein. Schade, ich hätte mit einem dritten goldenen Schlüssel gerechnet. Gut, dann gucke ich mal nach unten. Etwas, was ich selbst... Die ticken ganz weit runter. Ja. Ist die Tür zum anderen Raum noch auf? Ja. Gut, dann fliege ich wieder dahin zurück. Möchte eine Fackel mitnehmen und dann fliege ich da runter. Vorsicht, weil der Boden bewegt sich ja. Ja. Ich werde so aus der Tür so. Ich komm dran, ganz bestimmt. Ja. Ja, jetzt, wo du die Fackel irgendwie so in den Raum reinhältst, wird es auch ein bisschen heller hier. Mhm. Und ja, du siehst, dass die Ringe unterschiedliche Farben haben. Unterschiedliche Farben. Okay, sind Farben auf der anderen Tür? Nee. Sind Farben über meiner Tür, wo ich gerade stehe? Nee. Okay. Dann fliege ich erstmal hoch zu einem Ring, gucke mir den genauer an, ob da vielleicht irgendwie eine Zahl draufsteht oder ein Zeichen. Es ist nur ein farbiger Ring. Sind das die Farben der Engelsorden? Also weiß, rot, grün? Nee. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ringe. Ein roter, ein orangener, ein gelber, ein grüner, ein blauer, ein tiefblauer und ein lilaner. Okay, das heißt, entweder muss ich sie nach Farben sortiert durchfliegen. Ich fliege erstmal ein Stückchen nach unten, um zu sehen, ob ich da vielleicht irgendwas entdecke. In welcher Reihenfolge ich die durchfliege. Irgendwo ist dann unten der Boden. Ja, gut.
Dann versuche ich die mal nach Farben zu durchfliegen. Also erst rot, dann orange, dann gelb, dann grün, dann hellblau, dann dunkelblau und dann lila. Ja, nach dem Regenbogen, genau. Ja, und das klappt in der Tat, als du den letzten Ring durchflogen hast, geht die Tür auf. Okay. In den nächsten Raum. Ja, und hier siehst du dann an den Wänden ja, mehrere Symbole, die du auch gelernt hast. Nämlich die Symbole verschiedenen Rangabzeichen quasi. Mhm. Die sind, hängen aber wild durcheinander. Das heißt, sie müssen sortiert werden. Dann sortiere ich die vom Rang höchsten zum Rang niedrigsten. Genau, das funktioniert auch super gut. Und die nächste Tür öffnet sich ziemlich schnell. Das war einfach. Ja, keine komischen Böden, die irgendwas tun. Ja. Ja, hinter der nächsten Tür befindet sich dann ja, ein, wirklich wieder ein großer Raum, der unglaubliche Ausmaße hat. Also viermal so groß vielleicht wie dieser Swimmingpool- oder Häuserraum. Man hat hier sogar Vegetation angebaut. Das wirkt so ein bisschen wie so ein kleines Diorama. Man sieht auch irgendwie mehrere kleine Blockhütten, so wie die Hütten, die in Brand gesetzt wurden bei der einen Prüfung. Man sieht auch so einen kleinen Teich und so Vegetation. Also, ja. Und ja, in der Mitte von zwischen den einzelnen kleinen Hütten steht eine menschliche Familie. Ich ahne Schlimmes. Ja, und du bist halt oberhalb, also du kommst auf so ein Podest raus. Mhm. Du musst halt jetzt entweder runterklettern oder runterfliegen. Ja, ich fliege. Das ist mir als Engel angemessen. Dann fliegst du. Ja. Direkt oder trägst du erstmal einen Kreis und guckst dir erstmal alles genau an? Ich glaube, ich würde erst mir alles genau angucken. Mir erstmal einen Überblick verschaffen, weil das mache ich eigentlich immer. Mhm. Ja, wie gesagt, ist so wie so ein kleines, wie nennt man das? Nicht Terrarium, sondern Biotop? Ja, so ein kleines, genau, so ein kleines Biotop. Ja, und die stehen da halt in der Mitte und schauen die ganze Zeit hinterher. Aber ansonsten ist ja eigentlich nichts großartig Besonderes. Ist halt dieser kleine See, der so an der einen Wand abschließt. Und ja. Ja, dann lande ich irgendwann vor ihnen. Landest du, guckst in große Augen. Der Segen des Herrn sei mit euch. Schauen sich so an. Erkenne ich, dass sie mich verstehen? Du deutest die Sprache. Ich kann mal eine Karte ziehen, glaube ich. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Schön. Zack. Das 21. Arcanum, die Welt. Trägheit, Faulheit, Unvollständigkeit, Beschränkung, Restriktion und Verneinung. Also nein. Das musst du entscheiden. Sie verstehen mich anscheinend nicht. Zumindest gucken sie so ein bisschen fragend. Was macht ihr hier? Gucken sich gegenseitig an. Okay. Sieht das so aus, als würden die hier wohnen? Es sind zumindest drei Hütten da, ja. Das ist halt, aber das ist eine, das ist so Vater, Mutter, zwei Kinder. Mhm. Sehe ich einen Ausgang aus diesem Herbarium, also aus diesem Biotop? Und wieder auf der anderen Seite gegenüber müsste es halt hinfliegen.
eins von den Kindern läuft dann in deine Richtung irgendwie. So gerade, in dem Alter gerade laufen gelernt und tapst so in deine Richtung. Ja, ich lächle es an. Zuppelt so an deinem Kleidung rum. Ich nehme es auf den Arm. Lächle es an. Die Mutter läuft so in deine Richtung. Siehst einen Angstausdruck in ihrem Gesicht. Dann werde ich ihr mit beruhigender Stimme sagen, hab keine Angst. Also nutzt deine Engelskräfte. Ja, ich nutze meine Stimme. Zu wirken. Ja. Ich nutze meine Stimme, um beruhigend und freundlich und harmlos zu wirken. Mhm. Und sage halt, hab keine Angst. Und dabei lächle ich und habe halt immer noch das Kind auf dem Arm und lächle das Kind an und stupse es so ein bisschen gegen die Nase, lass es an meinen Haaren ziehen. Mhm. Ja, mach das auch. So zupft auch an deinen Federn rum. Und dann gebe ich ihm einen Kuss auf die Stirn und gebe es dann der Mutter zurück. Macht so große Augen. Könnt ihr sprechen? Citariel, dann deute ich auf sie. Hm? Ja, der Mann kommt nach vorne. Hm. Unario. Unario. Und dann deute ich auf die Frau. Nunzia. Ich weiß, dass ich die Sprache Christiana hören muss, um sie zu lernen. Annabelle. Ein kleiner Jauchzer von dem kleinen Kind. Ja. Ich weiß ja, dass ich die Sprache erst hören muss, um sie zu lernen. Und das Problem ist, die sagen ja nichts. Mhm. Das ist schwierig. Sie verstehen mich auch nicht. Also sie sprechen anscheinend nicht die Sprache, die die anderen im Himmel sprechen. Das ist das erste Mal, dass ich Menschen begegne, die mich nicht verstehen. Erstkontakt. Ja. Du hast ja eben dir schon die andere Tür ja wahrscheinlich auch schon angeguckt. Da ist halt ein Schlüsselloch drin. Also es, im Gegensatz zu den anderen. Ah, dann gibt es da irgendwo eine sandige Oberfläche? Ja, so einen kleinen Strand an dem See. Mhm. Dann winke ich Ihnen, mir zu folgen. Gehe da hin und male einen Schlüssel in den Sand. Mhm. Wo? Also ich mache wo? Also irgendwo bei den Hütten? Ja, deutet in Richtung Hütten. Na gut, dann gehe ich wieder Richtung Hütte. Wenn das andere Kind will, nehme ich es an die Hand. Ja, laufen mit dir mit. Zeigen dir den Schlüssel wieder in so einem. Die haben so einen kleinen Altar aufgebaut mit so einem Engelskreuz dran. Ein Schlüssel liegt da drin. Oh. So einem Samtkissen. Oh, schön. Dann deute ich auf den Schlüssel und dann auf mich. Darf ich den mitnehmen? Und dann deute ich zur Tür. Das ist dein Schlüssel. Ich nehme den Schlüssel zur Tür, mach auf und bring ihn zurück. Ja, wenn du den Schlüssel in die Hand nimmst, machen die anderen sich. Nein, ich nehme ihn nicht in die Hand, ich deute darauf. Ich deute auf den Schlüssel. Lassen dich den nicht nehmen. Also wenn du den ganz klar kannst, du kannst den nehmen, aber dann werden sie sauer. Dann setze ich wieder meine beruhigende Stimme ein und sage, ich bringe ihn zurück. Ihr kriegt ihn wieder. Das ist mein Schlüssel. Ich darf ihn benutzen. Mein Schlüssel. Ich deute mal auf den Engel. Das ist wahrscheinlich ein Engel des Michaels.
Ja, kann man nicht groß, also wie es jetzt hier in dem Overlay halt auch ist, so ein stilisierter Engel. Das ist halt das Engelskreuz, das ist halt das Zeichen der angelitischen Kirche, das sowas wird da sein. Ich deute halt auf den Engel und dann sage, das bin ich. Und ich bringe ihn dir zurück. Du hast Danke. gut auf ihn aufgepasst. Ja, du bist ja beruhigend und ja, kannst deine Stimme auch so verstellen, dass sie irgendwie das auch über sich ergehen lassen. Und nimmst du den Engelsschlüssel mit und kannst dann die Hütte wieder verlassen, ja. Dann fliege ich hoch zur Tür und würde die aufschließen. Und Ja, dann nehme ich kein den Problem. Schlüssel und bringe ihn zurück. Und gebe ihn ihm wieder. Und dann stoße ich mich wieder ab und fliege wieder hoch zur Tür, wird nochmal winken. Ja, gut. Der Segen des Herrn mit euch und dann durch die nächste Tür. Erstkontakt erfolgreich bestanden. Gut. Und jetzt hat Cetariel Bedenken, was ist, wenn die mich in der Stadt unten auch nicht verstehen? Oh Gott! Hier war die Frage, was Engel für Klamotten tragen. Cetariel trägt eine weiße Tunika mit goldenen Stickereien an den Saum, am Saum und generell, ne? Und halt den Schulterpanzer, den sie eben beschrieben hat. Ja, und natürlich ein Schwertgehänge für das Schwert mit kostbar gefertigter Schneide. Ich schneide, Scheide. Ja. Dadurch hast du jetzt alle Prüfungen quasi bestanden. Und ja, Pedro und Maria applaudieren dir hinter der anderen Tür. Und siehst auch die anderen Engel, die vorher irgendwie, ja, Tarquiniel sieht nicht so enthusiastisch aus, so ein bisschen betröppelt. Alle anderen sind irgendwie lächeln nicht an. Ja, dann frage ich ihn, was ist los? Wollte den Schlüssel nicht wegnehmen. Ja, Sie haben nicht verstanden, dass es unser Schlüssel ist. Es ist das erste Mal, dass Menschen mich nicht verstanden haben. Ja. Konntest du es? Hab dem Mann den Arm gebrochen. Mit Gewalt Konntest du ihn. genommen. Ja, Zitare guckt so. Das ist eine pragmatische Lösung. Die Kinder haben ganz schön geweint. Deswegen waren sie wahrscheinlich gerade so ängstlich bei mir. Okay, das erklärt so einiges. Ja, aber wenn Es er tut jetzt mir leid. zurückgeht, also den kaputten Arm hat er jetzt nicht den Eindruck gemacht, aber ja. Ja. Ja, ich gucke zu Pietro. Was waren das für Menschen? Es war ein Spiel. Ah. Wie ihr das früher auch schon gemacht habt. Ich wollte überprüfen, wie ihr mit der Situation klarkommt, Menschen zu treffen, die euch nicht verstehen. Das kann vorkommen. Zum Glück braucht man nicht immer Worte. In der Tat. Gut aufgepasst auf bei euren Übungen. Aber jetzt, wo ihr alle drei Prüfungen bestanden habt, ja, sind die Tage im Schutz des Himmels der Michaeliten auch gezählt. Während alle anderen Engelsorden einen weiten Flug machen müssen nach Roma Aeterna zur Engelsweihe, habt ihr es nicht besonders weit. Ihr müsst quasi gar nicht fliegen, denn die Engelsweihe findet im Himmel der Michaeliten statt. Aber hier sieht dann Cetariel auch das allererste Mal die anderen Engelsorden. Es beginnt schon Tage vor der eigentlichen Zeremonie, dass sie ja, von weitem schon zu erkennen sind. Und du siehst dann auch also das, was du ja auch gelernt hast, die Andersartigkeit der anderen Engelsorden.
die wüst aussehenden Urieliten, die bedrohlich schwarz gekleideten Gabrieliten, ja, die ständig irgendwas schreiben oder lesenden Ramieliten, ja, und die gütig aussehenden Raphaeliten. Ja. Alle kommen sie nach Roma Aeterna und ja, ihr bekommt eure Engelsweihe und euer allererstes Votivband, was ihr mit Stolz tragen sollt, ein Rangabzeichen verliehen. Ja. Ja. Möchte Citariel denn, wenn sie vor Petrus Secundus steht, wirklich versuchen, ihn zu lesen oder so? Ja. Ich bin ja neugierig. Mhm. Und das hat man mir so beigebracht. Ja, ich ziehe mal eine Karte für dich. Ja, schauen wir mal. Er ist der Anführer der Menschen, doch irgendwie von uns. Ja. Aufrechte Bedeutung. Herrschaft, Führung, Regierung, Macht, Entscheidungen, Taten, Verhandlungen, Führungsqualitäten, Stärke, Respekt, Unerschütterlichkeit, Selbstsicherheit, Väterlichkeit, Vernunft. Was passiert in dem Augenblick, in dem Citariel vor dem Petrus Secundus steht? Vielleicht bin ich tatsächlich einer der wenigen Engel, der sich wirklich traut, ihn anzugucken. Kann gut sein. Ich weiß nicht, wie oft das vorkommt. Ich weiß nicht, wie oft das bei ihm vorkommt, aber ich schaue ihn an. Ich schaue ihn direkt an. Schaust in die tiefblauen Augen dieses 14-jährigen Kindes? Uralten Kindes. Ja, sieht wie 14 aus. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht erkenne ich mich ein bisschen darin wieder, weil auch er ist individuell. Ja. Vielleicht. Also, er ist ein Anführer, ich soll ein Anführer sein. Wir sind beide irgendwie allein. Ich weiß nicht, ob er auch irgendwas in mir erkennt. Das müsste ich halt, also ich würde es versuchen herauszulesen, ob er auch diesen Moment des Erkennens hat. Ja, also das, wenn du versuchst, seine, wie du das mit der in der Psychologieübungen gelernt hast, irgendwie seine Gestik und Mimik zu erforschen, dann kannst du sehr viel Güte und Wohlwollen lesen, aber auch Bestimmtheit. Irgendwie erscheint sich aber auch gar nicht so richtig irgendwie für die einzelnen Engel oder so zu interessieren. Für ihn steht der Akt gerade im Vordergrund, also der Weihakt. Konzentriert sich sehr stark anscheinend darauf, was er zu tun hat. Auf seine Aufgabe. Auf seine Aufgabe, genau. Ja. Da will ich ihn natürlich nicht stören. Ja. Aber er ist auf jeden Fall der erste Mensch, den du siehst, der dich nicht anschaut mit diesen Augen der Ehrerbietung. Mhm. Sondern er ist sich dessen bewusst, dass er über dir steht. Auch das ist ein merkwürdiger Gedanke. Ja, vor allen Dingen bis jetzt noch nie vorgekommen. Mhm. Und den werde ich in meinem Kopf herumbewegen. Ja. Ja, und Citariel bekommt ihr erstes Votivband und die Engelsweihe von Petrus Secundus verliehen und bekommt ihre erste Schar zugewiesen, die sie anführen soll. Und ja, was mit dieser Schar passiert, das werden wir heute nicht mehr erfahren, weil ja, wir haben es schon 11:15. Und ja, ich bedanke mich bei Feder fürs Mitspielen. Ich hoffe, du hast einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie die Michaeliten ticken. Ja. Ich finde tatsächlich die Ausbildung der Michaeliten am langweiligsten, muss ich ehrlich gestehen. Also im Vergleich zu denen der anderen. Aber es hat so seine Nuancen. Ja, man kann schon herauslesen, dass sie schon auf dieses Anführerding irgendwie, ich wüsste auch nicht, wie ich das irgendwie anders machen sollte. Ja, wenn ich das jetzt hätte schreiben müssen, dieses Settingbuch. Ja. Ich bin schon froh, dass wir vor keiner salomonischen Entscheidung gestellt wurden. So, zwei Frauen streiten sich um ein Kind. Löse das Problem. Hätte man auch machen können, ja. Das in der Tat. Vielleicht wird das dann später mal vorkommen. Es muss ja auch Dinge geben, auf die du in der Ausbildung nicht vorbereitet wirst. Ich
glaube, da gibt es eine ganze Menge. Ja, Katze-Yamera von dieser Ausbildung und die der Urieliten bis jetzt am besten, ja. Ja, schön interessant, das System, kennt das System. Ja, das System ist quasi eigentlich nicht existent, Downey. Das ist eigentlich nur diese Karten. Mehr gibt es da nicht. Also es gibt so... Engel. Ja, und die Spieler sind Engel, ja, das heißt göttlich und ja, man kann davon ausgehen, dass ihnen fast alles gelingt, ja. Genau, ja, und das, ja, das Setting habe ich ja am Anfang auch ein bisschen beschrieben, das heißt, da bist du als auch ein bisschen drin gebrieft. Es gibt halt ein großes Geheimnis, was dieses Setting umgibt. Meine Spieler wissen das bis auf Hotney und Yamera alle nicht, was es damit auf sich hat. Und werden das hoffentlich irgendwie erfahren. Es ist so ein bisschen wie Sixth Sense gucken, das erste Mal spielen. Wenn man es dann. Man kann den Film halt wieder gucken, aber es ist nicht mehr dasselbe. nicht mehr so aufregend, ja. Ich erinnere mich auch gerne an die inzwischen vorletzte Mert, wo ich Engel gespielt habe mit Lilio zusammen auch. Und die hat es nicht ausgehalten. Die musste dann später nachlesen im Internet, was es mit der Welt auf sich hat. Ist aber gar nicht so einfach zu finden. Ja. Wenn man will, findet man im Internet alles. Ja. 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 Ich freue mich auf meine zukünftige Schar. Ja, das wird sehr spannend, wie du dann mit dem, was du heute da jetzt so gelernt hast, weil bis jetzt waren sie dir ja alle sehr gewogen und haben dich alle verstanden und haben dich auch alle sofort als Anführer akzeptiert. Wie das dann sein wird in einer Schar, das könnte interessant werden. Der Hotney hat zwischendurch auch schon so, was? Ich will aber individuell sein und so. Ja. Dazu sage ich nur, die Spitze des individuellen Bergs ist einsam. Ja, kannst du mir eine Lektion beibringen, was das angeht. Ja, und Katze Yamera sagt, ich freue mich auf meine Anführerin, ja. Katze Yamera ist in 2 Wochen dann dran mit ihrem Prelude. Die eine Engel fehlt ja noch, die Rami-Litin. Ja, da bin ich auch schon gespannt. Das ist irgendwie ein sehr, ja, im Vergleich zu der Ausbildung jetzt nochmal komplett anders. Das ist, ja. Ja. Ich bin gespannt, wie du mit mir und Daniel zurechtkommst. Ja, das ist richtig. Ich glaube, auch mit Lokis Engel wirst du auch relativ gut auskommen. Ich glaube, jeder kann mit Lokis Engel gut auskommen. Ja, es sei denn, wir müssen kämpfen. Dann, wir schauen mal. Ich habe ja hier Notizen mir gemacht und, Ja, aber wenn man mit Daniel, weiß ich nicht, ja, Daniel ist aufgrund seiner Ausbildung sehr hardcore, der Engel, ja. Aber das soll ja auch so sein. Ja, schön. Also um das nochmal den anderen nochmal zu erklären, es wird jetzt ein bisschen Zeit vergehen zwischen der Engelsweihe und der Schar-Zusammenkunft. Wir haben das so geregelt, dass eigentlich jeder vorher schon mal in einer anderen Schar war. Und das aus, damit man so ein bisschen halt Lebenserfahrung auch auf die Flügel bekommt. Und aus irgendwelchen Gründen hat das aber nicht funktioniert. Das werden wir dann beim ersten Mal feststellen, woran das dann da überall gehapert hat. Das wird unterschiedlichste Gründe haben. Und ja, Cetariel wird dann ja, quasi Second Chance bekommen oder so. Ihr Bestes geben. Bestes geben, um dann ihre neue Schar gut zusammenzuhalten. Alles auf YouTube nachzugucken, ja, kannst du alles auf YouTube nachgucken. Die ganzen anderen Preludes sind alle in den Playlists zusammengefügt. Ich werde die auch unten verlinken, wenn das dann später auf YouTube hier erscheint. Das heißt, ihr könnt das da ohne Probleme alle nachgucken. Die Raphaelitin ist von Loki, die Gabrieliten von D-Rex, den Urieliten von Hotney. Jetzt Feders Michaelitin und in 2 Wochen kommt dann noch Yameras Rameelitin dazu. Und danach in 4 Wochen geht's dann los mit der allerersten Gruppensitzung. Ja. Ja. Und dann erwarte ich ja von allen auch so ein tolles Cosplay. Okay, Feuergruppentreffen bei mir, ich schminke euch. Ja, bin sehr gespannt. Könnte ich mir das sehr schön vorstellen. Ja.
kriegen die bestimmt gut hin. Genau. Ja, mal gucken, ob die anderen das, das ich finde das lustig. Kannst du ja mir. So keine Lust auf Schminken. Ja, heute, nee, genau. Ich finde das steht dir bestimmt gut. Ja. Ich finde, jeder sollte so rumlaufen. Das hat so was Tolles, so mit diesem Ding auf der Stirn. Vor allem das Ding, das wächst ja. Ne? Je mehr Segnungen wir bekommen, umso größer wird das. Richtig, ja. Das ist richtig. Ja, also quasi sind alle Engel mehr oder weniger tätowiert, ja, könnte man so sagen. Oder geschminkt. Ja. Feder leitet mich und ich bemale heute. Ja, das können wir gut machen, ja. Mhm. Kriegen wir hin. Ja. Mr. Magister, bin ich zu spät? Ja, du bist zu spät, aber du kannst es ja später auf YouTube nachgucken. Mir bleibt hier nichts anderes mehr zu tun, als noch mal kurz zu gucken, wer denn jetzt noch alles da ist. Schauen wir mal. Feder ist natürlich da und Downey und die Feuerwehr und Hotney und Joby und Katze Yamera und Lurx und Redpack und Seafucker und Skinny Seahorse und Steelhammer und Tate. Und anscheinend eben auch Mr. Magister, der jetzt sofort wieder weg ist oder noch nicht in diesem Chat geführt wird. Wer weiß es. So, ja. Danke fürs Zugucken und ja, Feder nochmal danke fürs Mitspielen. Danke an den Chat, dass ihr euch so schön beteiligt habt, auch Fragen gestellt habt. Dafür sind die ersten Preludes ja auch da, dass ein bisschen was geklärt werden kann, weil das ist ja jetzt nicht so ein gängiges System und kein gängiges Setting. Wenn ihr Interesse am Rollenspiel generell habt, schaut doch mal auf den da oben in der Ecke läuft die ganze Zeit die Adresse vom Nordpol durch. Ja, da könnt ihr mehr erfahren. Wenn ihr auch mal selber spielen wollt, findet ihr da, denke ich, ohne größere Probleme eine Rollenspielrunde. Ja, da wird nicht nur Engel gespielt, sondern alles andere eigentlich auch mehr oder weniger. Und wenn es nicht gespielt wird, dann fangt ihr es halt an und dann wird es gespielt. Ja. Gut. Wo kann man dich denn das nächste Mal sehen, Feder? Kann man dich irgendwo das nächste Mal sehen? Ja. Und zwar am 25. geht's weiter mit Wechselbalg. Ja, Feder hat nämlich auch einen eigenen YouTube-Kanal. Ja. Und da kann man drauf gucken. Und da wird World of Darkness Wechselbalg der Traum gespielt. Und da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeigucken. Ja. 25. hast du gesagt, ne? 25. genau. Gut, dann ich verlinke den Kanal natürlich auch unten drunter. Das heißt, da könnt ihr dann auch schnell zu Feder finden, wenn ihr es dann auf YouTube nachguckt. Und ja, danke schön fürs Zugucken, danke fürs Mitspielen. Nochmal. Danke fürs Leiten. Schönen Nachttag, wann immer ihr das guckt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.